Können einfach hinter der Rücken mal stehen. Kann ich auch mal den Rücken frei machen. Herzlich willkommen zu unserer Fragestunde. Ja, veranstaltet wird das Ganze wieder vom Bürgerverein in Groß-Schönebeck und unser Gastgeber ist Jürgen Bo, steht hinter der Theke und gibt Getränke aus. Vielen Dank dafür, dass wir heute hier sein dürfen und danke auch an den Bürgerverein, die das immer sehr schön organisieren. Ja, wir haben am 22.09. die Landtagswahl in Brandenburg. Übrigens auch danke an die Kandidierenden, die heute so früh aufgestanden sind und heute bereit sind, Rede und Antwort zu stehen. Wir wollen natürlich unsere Stimme richtig vergeben, deswegen sind Sie hier, deswegen wollen Sie sich gerne informieren. Danke für das Interesse von Ihnen. Ich möchte kurz auf die Wahl und die Bedeutung eingehen, bevor wir loslegen. Auch auf die Aufgaben unserer Kandidaten im Landtag, damit sie nachher auch die relevanten Fragen stellen können. Sie sind nicht auf Bundesebene, sondern auf Landesebene hier heute unterwegs. Und die Kandidierenden haben dann 5 Minuten maximal Redezeit, um sich selber vorzustellen, vielleicht auch Herzensangelegenheiten vorzustellen, die ihnen wichtig sind für Brandenburg und damit wir dann am Ende auch wissen, was außerhalb vielleicht von Wahlplakaten zu lesen ist oder was außerhalb der Wahlprogramme zu sehen ist, damit wir die Kandidaten noch ein bisschen persönlicher heute kennenlernen. Das ist das Ziel. Wir benötigen ungefähr eine Stunde, dass sich alle Kandidaten vorgestellt haben und danach haben wir eine kleine Pause, dann können wir uns noch mal was zum Trinken holen, nur 10 Minuten und dann dürfen Sie gerne die Kandidaten fragen. Ihnen Fragen stellen, was Sie noch interessiert, gerne persönlich und direkt und gerne mit einer kurzen Frage, ja, nicht zu lang. Okay, wir haben also bei der kommenden Landtagswahl 2 Stimmen. Die erste Stimme bekommen die Kandidaten direkt und die zweite Stimme bekommen die Parteien. Wir haben 88 Abgeordnete normalerweise im Landtag in Potsdam sitzen. Mit Übergangsmandaten können es bis zu 110 Abgeordnete werden. Es wird in 44 Wahlkreisen gewählt. Einer davon ist hier, Barnim 1. Und das sind wir, Schorfheide, das Amt Joachimsthal und Eberswalde. Barnim 2 ist zum Beispiel Brinkenthal und Bernau. Die Aufgaben des Landtags sind ganz, ganz vielfältig haben eine sehr, sehr hohe Verantwortung für unser Land, für Brandenburg. Die erste Verantwortung ist es, ganz eng mit den Bürgern in Kontakt zu bleiben, die Interessen natürlich von uns zu vertreten im Landtag
und dafür nehmen sie sich auch viel Zeit. Sie sollen natürlich Gesetze verabschieden in unterschiedlichen Ausschüssen, kommen sie zusammen. Sie organisieren die Bildung, Jugend und Sport, sie organisieren Wissenschaft, Forschung, Kultur, Gesundheit, Integration, Verbraucherschutz, Wirtschaft, Arbeit, Energie, Landwirtschaft, Umwelt, Klima, Infrastruktur, die Landesregierung, den Haushalt, Finanzen und auch die Umsetzung zwischen dem, was in Europa passiert und was uns direkt betrifft. Auch da sind sie, ja, werden sie von uns quasi gewählt. Und das ist eine ganze Menge. Deswegen ist es so wichtig, wir wissen es auch aus den Medien aktuell, es wird viel diskutiert von den Landtagswahlen in Thüringen und in Sachsen, wie die Verlaufe sind. Wir haben eine hohe Aufmerksamkeit, jetzt auch in Brandenburg, weil wir einfach Berlin nah sind und weil einfach im nächsten Jahr wissen wir, die Bundesregierung gewählt wird. Und das wird auch ein bisschen als Prognose gesehen für das, was in Gesamtdeutschland dann passiert. Genau, ich möchte mich ganz kurz vorstellen, das habe ich vergessen. Ich bin Franziska Prussack, ich komme aus Groß-Schönebeck, ich wohne hier, bin seit 5 Jahren hier. Ursprünglich bin ich Hohenneuendorferin und arbeite in Berlin-Buch als Berufsschullehrerin. Genau, das ist Andrea Kühn. Ja, ich wohne auch hier im Ort, bin seit 1990 schon hier, komme ursprünglich aus Sepahnek, habe dann kurzzeitig in Berlin gewohnt und gearbeitet, bin dann der Liebe wegen aufs Dorf gezogen und seit 1990 hier im Ort und dafür schließlich tätig. Und ich hoffe, dass es immer, also auch durch die Wahl, ein lebenswerter und liebenswerter Ort bleibt. Ich möchte, bevor wir die Kandidierenden sprechen lassen, wo wir natürlich alle für hier sind, nochmal ganz kurz die aktuellen Sitze, also seit 2019, wir reden hier von einer Periode von 5 Jahren, seit 2019 die Sitze verteilt sind im Landtag, und zwar hat die SPD 25 Sitze, die AfD 23 Sitze, die CDU 15, die Linke 10, die Grünen 10 und die BVB Freien Wähler 5 Sitze. Gut, dann würde ich jetzt an Andrea Kühn übergeben. Ja, wir haben uns für jeden, der hier oben Platz genommen hat, eine kleine Einstiegsfrage überlegt, bevor die Kandidaten dann selber was für sich sagen. Und wir haben natürlich auch ein bisschen auf die Plakate geschaut und wir fangen mal wirklich hier vorne gleich an. Bei Herrn Kuffert steht auf dem Plakat Kuffert für Schorfheide. Was bedeutet Ihnen die Schorfheide? Ja, also die Schorfheide bedeutet mir viel, also der Bani sowieso, sonst würde ich auch nicht antreten, wenn es mir nicht darum gehen würde. Ich sehe immer noch eine gewisse Strukturschwäche in der Schorfheide, die kann ich gerne dann später erwähnen. Auf jeden Fall ist es mir eine Herzensangelegenheit, hierfür anzutreten, für die Schorfheide, aber auch natürlich Joachimsthal, Eberswalde, aber auch für den Bani. Es geht ja um den Landtag und der Landtag ist ja sozusagen eben halt auch für Brandenburg unterwegs. Aber natürlich, mein, ich würde es mal Baby sagen, ist eben halt Bani, ganz klar. Und Eberswalde sowieso. So sehe ich es jedenfalls. Danke. Es sind Ihre 5 Minuten. Sie ach so, noch Zeit. Ja, dann, ach, das sind schon 5 Minuten. Okay. Ja, dann stelle ich mich mal vor. Also, mein Name ist Roman Kuffert, denke ich mal, wissen Sie. Und ich habe 2 Töchter, 2 Enkel. Ja, bin in die AfD 15 eingetreten. Und bin seit 9 Jahren dabei, habe mit 56 Jahren erst irgendwie mit rund 56 Jahren mich in die Politik reinbewegt. Also ich bin kein typischer Berufspolitiker, das finde ich auch gut so. Ich bin Mechaniker, also Instandhaltungsmechaniker habe ich mal gelernt. Später habe ich eine Flugzeugmechaniker-Ausbildung genossen, sodass also im Grunde genommen die Zusammenhänge für mich eher nachvollziehbar sind. Und auch vor allen Dingen auch, also zusammenhängend meine ich damit, als Mechaniker muss man schon, ich bin auch spezialisiert auf technologische Ausrüstung, also auf die Feinmechanik, da weiß man ungefähr, wo der Schuh drückt. Ja, und natürlich auch aus dem Volk sozusagen, also von den Menschen her. Ich bin permanent mit Bürgern im Gespräch. Darum geht es mir nämlich. Mir geht es nämlich auch darum, dass der Bürger mich ansprechen soll, was er meint, was ihn sozusagen stört, damit man es in den Landtag tragen kann. Also ich finde sowieso, wenn man von oben herab sozusagen einfach Dinge vorgibt,
dann ist das nicht der richtige Weg, sondern der richtige Weg ist der, dass man die Menschen vor Ort fragt. So wie hier auch in Groß-Schönebeck, ihr Groß-Schönebecker sozusagen, die, denke ich mal, größtenteils hier sein werden, haben auch ihre Probleme und die sollen angesprochen werden, dass man sie dann mit in den Landtag nimmt und dann versucht auch umzusetzen. Aber ich möchte auch weiter ausholen, wir leben ja in einer, ja, ich nenne es mal so, globalisierten Welt. Und der Punkt ist der, dass die kausalen Zusammenhänge natürlich auch eine Rolle spielen. Also die EU gibt ja Vorgaben heraus und sie werden in Deutschland umgesetzt und am Ende geht es ins Land rein und dann ganz zum Schluss auch an den Bürger, in die Kommunen, in die Gemeinden und so weiter. Wir haben hier Dinge wie zum Beispiel Fit for 55, das sind so Vorgaben aus der EU. Da geht es eben halt in erster Linie darum, dass man ja, Gebäudedämmung und so weiter vornimmt, damit die EU-Richtlinien eingehalten werden, kostenintensiv. Das ganze Gesetz ist im Grunde genommen ein Wahnsinn. Es kann sich kaum jemand leisten, sein Gebäude nach diesem Gesetz umzubauen. Dort soll das 55, dort sollen 55% sozusagen an Energie, sozusagen Gebäudeenergie, die sozusagen rausgepulvert wird, die soll eingespart werden. Das sind Dinge, die schlagen auf uns durch. Genauso wie Dinge, die auf uns durchschlagen, ist letztendlich Geldvergabe des Bundes. Wir können nicht immer nur kleinteilig sagen, okay, Brandenburg braucht so und so viel Geld und hat kaum noch was. Wir müssen den Bund eben halt auffordern und sagen wir müssen den Bund unter Druck setzen. Und das kann jede Landesregierung, die kann den Bund unter Druck setzen. Man kennt sich ja auch letztendlich. Die jetzige Regierung kennt ja auch die EU-Parlamentarier. Sie kennt auch die Parlamentarier, die in Berlin sitzen. Man muss die Dinge ansprechen. Man muss sagen, hier fehlt es einfach auch am Geld. Es kann nicht sein, dass mit den Spenden Schulen und so weiter saniert werden. Auch hier in Groß-Schönebeck wurde ja in dem Sinne auch zu eins investiert in diese Richtung. Nein, das sollte im Grunde genommen vom Land natürlich logischerweise gesteuert werden, aber der Bund muss einfach mal das Geld rausrücken. Und Geld ist wohl genug da. Ich möchte nur Stichwort Entwicklungshilfen und so weiter ansprechen, wo die deutschen Gelder sozusagen ins Ausland gesendet werden. Und in Brandenburg sagt man dann, wir haben also nicht genug Geldkapazitäten zur Verfügung. Und es geht ja immer weiter. Die Gemeinden, die sind streckenweise am Anschlag, rein finanziell. Das ist ja nicht nur in Barnim ähnlich. Wir haben es noch relativ gut in Barnim, aber nichtsdestotrotz ist das ein Problem. Brandenburgweit gibt es Probleme mit der finanziellen Decke. Und da müssen wir einfach ran und das müssen wir auch ansprechen. Ich als Politiker spreche die Dinge an, weil es geht darum, ich würde mich nicht zurückziehen auf meine Position im Landtag, sondern ich würde die Dinge wirklich ansprechen, auch über die Brandenburger Grenzen hinaus, damit wir nicht auch alles umsetzen, was die EU von uns verlangt. Wir müssen einfach auch mal sagen, nee, das kann sich der Bürger einfach nicht leisten. Der Bürger kann sich auch nicht leisten, irgendwelche Wärmepumpen sozusagen zu finanzieren, wo dann am Ende sich herausstellt, naja, war ja nicht so gemeint und so weiter und so fort. Also wir müssen wirklich auch mal in dieser Form als Landesregierung Widerstand leisten und sagen, da können wir hier nicht mitmachen, tut uns leid. Das sind Fantasien, die kann der Bürger einfach nicht mehr tragen. Und diese energetische Danke, das war jetzt ein super Schlusswort. Vielen Dank. So schnell sind sie dann doch in die Flügel. Vielen Dank. Und wir kommen zu Thorsten Liebke. Und da ist die Frage, wie sieht für Sie aktives Leben in Barnim aus? Was macht es vielleicht schon aus? Was könnte es noch besser machen? Ja, danke. Attraktives Leben in Barnim. Für mich, für uns ist das vor allen Dingen ein Leben für die Menschen, für alle, die hier sind, die ein gutes Leben haben mit einer guten Zukunft, die sich halt eben entwickelt mit sauberen Seen, mit sauberen Flüssen, mit guten Wäldern und mit einer gut funktionierenden Landwirtschaft, dass wir diese attraktive Region, wo wir sie haben, auch in Zukunft halten können. Das heißt doch eben auch, dass wir halt ausreichend medizinische Versorgung vor Ort haben, dass wir einen gut ausgebauten ÖPNV haben und dass der Staat und die Gesellschaft den Gemeinwohlleistungen nachkommt und der Daseinsvorsorge nachkommt und wir halt eben auch die sozialen und ökologischen Herausforderungen, die da entstehen, entsprechend meistern. Und das bedeutet auch, dass wir halt eben eine starke Ökonomie haben, die das mittragen kann.
also ein Partner, mit dem wir alle gut leben können, auf allen Ebenen selbstbestimmt, so wie wir das wollen, mit den Herausforderungen, die auf uns zukommen, ich muss das auch mal sagen, Stichwort demografische Entwicklung. Also wir haben uns fehlt eine Generation, nach der Wende sind halt sehr viele weggezogen, die Frauen sind weg, die dementsprechend sind die Kinder weg. Wir haben ein deutliches Ungleichgewicht in der Gesellschaft, was die Altersverteilung betrifft. Und da müssen wir Vorsorge für tragen, dass wir das in Zukunft auch alle vernünftig können. Dann sind es ja gleich meine 5 Minuten. Thorsten Wiebke heiße ich. Ich habe Walter weiter gelernt, habe dann Forstwissenschaften studiert und das Staatsexamen im forstwissenschaftlichen Bereich gemacht. Arbeite als Forstwissenschaftler und bin ein totaler Demokratiefreund. Ich bin schon in der Schule zu Demokratie gekommen, als Schulsprecher, als Schülersprecher, und habe das im Studium fortgeführt und habe das auch dann danach im gesellschaftlichen Leben gemacht. Und ich kann jeden nur dazu einladen. Und ich finde es unglaublich gefährlich, immer so zu tun, als ob es da oben in der EU irgendwie einen König gibt, der irgendwie alles bestimmt. Das ist ein demokratischer Prozess, bei dem man sich beteiligen kann. Und ich versuche das in meiner Freizeit, das ist alles ehrenamtlich, regelmäßig mitzutun. Ich bin sachkundiger Bürger gewesen im Umweltausschuss des Kreistages, und in allen Sitzungen, die wir da waren, kann ich an einer Hand abzählen, wie oft Bürger da waren und Fragen gestellt haben, obwohl es die Möglichkeit gibt. Und eben ist das auch mit den europäischen Richtlinien, die sind alle demokratisch durchdiskutiert worden. Und das ist ein großes Problem, dass die halt teilweise wirklich sehr lange durchdiskutiert werden und unglaublich lange dauert es, bis es dahin kommt. Und ich bin angetreten, um bei den Prozessen, die uns anstehen, auf uns kommen, wahnsinnig große transformative Prozesse auf uns zu. Wir haben riesige Herausforderungen aus der Klimakrise, aus der Biodiversitätskrise und eben auch aufgrund der demografischen und sozialen Struktur, die wir in Deutschland haben, nach den Jahrzehnten konservativer und neoliberaler Politik. Und ich bin angetreten, um dort für einen ökonomischen, ökologischen, sozialen Ausgleich zu sorgen und ein Gleichgewicht zu schaffen, um demokratisch Mitbestimmung zu ermöglichen, um ein gutes Leben in ganz Deutschland zu ermöglichen. Sehr vielen Dank. Herr von Ostowski, versuchen Sie kurz zu beschreiben, was ist typisch Brandenburg, für Spanien, typisch Schorfeide? War nicht so einfach. Ursprünglich bin ich Berliner, arbeite seit 18 Jahren wohnhaft und seit 33 Jahren arbeite ich im Bahnhof in Seewalswalde. Typisch Hamburg oder typisch Bahnhof ist erstmal die Lebenslust der Menschen, ihr Charakter, ihre nicht so offengetragene Frechheit des Berliners, sich sozusagen im Umland von Berlin zu behaupten. Und vielleicht der Großstädter, das sind nicht nur die Berliner, sondern auch die Hamburger, die hierher kommen, freundlich zu empfangen und eine schöne Atmosphäre zu schaffen. Immer wieder, ich war hier noch nicht gewesen, ich finde es ganz toll hier. Ärgere mich, dass ich das hier noch nicht erkannt habe und noch nicht gesehen habe, aber es gibt so viele hübsche Stellen in Brandenburg. Die Art des Brandenburgers ist eben anders als des Thüringers oder des Sachsen, aber auch des Nordrhein-Westfalen. Und er ist etwas zurückhaltender. Vielleicht war das auch ein Mango, was uns in der Entwicklung nicht auf die Basis gebracht hat, wie in anderen Ländern. Aber das ist für mich der typische Brandenburger. Ich würde übergehen zu meiner Person. Ja, André von Ossowski steht hier. Ich bin 63 Jahre alt, werde im November 64, habe 3 Kinder, 2 Mädchen und einen Jungen. Und arbeite, wie ich sagte, ausschließlich in Eberswalde als Arbeitsrichter. Ich wollte nie in die Politik. Ich bin noch kein Politiker, das würde ich dann werden, sofern ich dann gewählt werde. Warum bin ich zu diesem Schritt übergegangen? Weil ich es nicht mehr ertragen habe, wie die Entwicklung in unserem Land, nicht nur Brandenburg, sondern in Deutschland ist. Wir haben in Brandenburg eine Reform der Arbeitssichtbarkeit gehabt, was für die Menschen, ohne dass man es sofort erkennt, absolut schlecht ist und negativ ist. Weite Wege, schlechte Akzeptanz von den Anwälten, die diese weiten Wege für eine kleine Klage vielleicht um 100 Euro nicht mehr machen werden. Habe mich dort nach vorne in die erste Linie gesetzt, bin dort disziplinarisch zur Verantwortung gezogen worden, habe sämtliche Verfahren gewonnen. Wer nachlesen möchte, meinen Namen findet das in der Mods, wer die Mods hier liest oder im Internet liest, findet das.
Wir haben eine Justizministerin, der durch ein Gericht verfassungswidriges Verhalten wahrscheinlich worden ist. Und das hat mich nach vorne getrieben zu sagen, jetzt mache ich da mit. Denn die Opposition im Landtag, die Gutes getan hat, und auch etwas erreicht hat, war für mich insgesamt zu schwach, die dort zu sehen war. Und ich habe gesagt, jetzt versuche ich es selber. Ich war parteilos bis vor 2 Monaten, oder 3 Monate mittlerweile schon, die Zeit vergeht schnell. Wollte auch nie mit einer Partei mehr beitreten, aber ganz ohne Weifel zu einer Partei ist es schlecht, politisch aktiv zu werden. Geht, aber man wird kaum akzeptiert oder gehört. Und insofern habe ich meinen Lieblingsjob, Arbeitsrichter zu sein, werde ich aufgeben und tausche ihn gegen aus meiner Sicht einen schlechteren Job, nämlich in die Politik zu gehen, möglicherweise in den Landtag. Ich habe Listenplatz 5, da ist die Wahrscheinlichkeit noch oder derzeit relativ hoch, dass eine Wahl gelingen wird. Ich war bisher in der Mitbestimmung unterwegs, also in den Betrieben. Ja, die meiste Zeit des Lebens arbeiten wir, wenn wir dürfen und wenn wir können. Und arbeiten ist die Existenzgrundlage. Nur so können wir uns unsere Bedürfnisse erfüllen und können reisen, wir können unsere Kinder erziehen, wir können ein schönes Leben machen, wir können vielleicht auch ein Haus uns leisten. Und die Mitbestimmung in den Betrieben war ein Wettbewerbsvorteil in Deutschland. Nicht umsonst haben wir hier nicht mit einem großen Streik zu kämpfen, wir lassen mal den Bahnstreik weg, wie in anderen Ländern, sondern es läuft relativ friedlich in Deutschland ab. Das lag auch daran, dass unser System auf dieser Ebene der Arbeit funktionierte und stimmte. Wir sehen aber auch, dass der Brandenburger abgehangen wird, insbesondere der Brandenburger, wenn wir schauen, dass der Brandenburger 1300 Rente bei einer Vollbeschäftigung in der Zukunft im Durchschnitt bekommen wird und durchschnittlich deutlich unter dem Limit der Bundesrepublik Deutschland liegt, dann ist das ein Bruttobetrag, der nicht zum Leben reicht. Wir werden es bestimmt heute noch hören mit der Frage der Mindestlöhne. Ich habe immer drüber gelacht. Die Linke hatte damals mal geschrieben, hört auch mit dem Gelaber, 12 Euro für alle. Das war nur vor 8 oder vor 10 Jahren. Und kurz danach haben dann andere Parteien das aufgegriffen und haben es als ihr Sieg sozusagen verkauft. Aber wir brauchen immer jemanden, der vorne weggeht und etwas fordert, was angemessen möglicherweise ist. Heute sind 12 Euro viel zu wenig. 14 Euro sind zu wenig. Im Mindestlohn, natürlich muss das bezahlt werden. Wenn wir in der Landwirtschaft gucken, wir sind hier in einem landwirtschaftlichen Betrieb. Und die Landwirtschaft liegt mir zumindest am Herzen, weil ich seit über 20 Jahren einen kleinen Lehrauftrag an der Brandenburgischen Landwirtschaftsakademie habe. Dort unterrichte ich Landwirte, in der Regel also Führungskräfte, nicht den Arbeitnehmer, im Arbeitsrecht. Deswegen ist das Arbeitsrecht, wie gesagt, hier mein Thema. Und ich weiß, dass in der Landwirtschaft alles anders ist als in der Industrie oder im Handel. Dort wird anders gearbeitet, die Menschen sind, haben eine andere Einstellung, sie fühlen sich mit ihrem Hof, mit ihrem Hund und Hund, mit ihren Tieren verbunden. Sie arbeiten über den Durchschnitt hinaus, auch für sie gelten natürlich die Schutzgesetze des Arbeitsrechts, aber die sind kaum einzuhalten, insbesondere in der Erntezeit wissen wir das. Und das gibt mir immer sehr viel, mit den Landwirten zu reden. Und ich habe im letzten halben Jahr an 2 großen Demonstrationen teilgenommen. Ich bin kein Freund. Als Teilnehmer der Demonstration, sei es um, das war die Friedensdemonstration am Brandenburger Tor und die Demonstration der Landwirte aus Eberswalde nach Berlin. Der voll war der Zug, in den Thermosflaschen war nicht nur Kaffee, es war eine tolle Stimmung. Dankeschön. Dankeschön. Brandenburg ist ein Flächenland. Wir sind viel mit dem Auto unterwegs, jeder fährt Autobahn. Herr Villa, Sie sicherlich auch. Kennen die Schilder, wenn man das Bundesland wechselt, die da groß stehen, herzlich willkommen in. Stellen Sie sich vor, Sie dürften das Schild für Brandenburg gestalten. Was bitte würden Sie draufschreiben? Ja, nur erstmal willkommen von meiner Seite. Vielen Dank nochmal für eure Einladung. Mein Schild für Brandenburg wäre willkommen in einem Land, wo Verkehr für alle gerecht ist. Das bedeutet ÖPNV gleichberechtigt mit dem SPNV in den Fahrzeugen im Individualverkehr. Was bedeutet das? Wir sind hier in Groß-Schönebeck. Wir haben hier einen Schulbus, den 905er. Der letzte fährt hier 3:05 Richtung Kühlbrot. Man kommt recht schlecht nach Eberswalde in das Fundamittelzentrum. Und man kommt auch recht schlecht von Eberswalde wieder nach Groß-Schönebeck, wenn man kein Auto hat. Das ist unter anderem mein Anliegen. In der Gemeindevertretung haben wir einen einstimmigen Beschluss gefasst, dass wir hier einen Regelverkehr wollen, einen Taktverkehr wollen für den 905er. Im Landtag bin ich Referent seit 5 Jahren, setze mich dort für Verkehrsthemen ein, für SPNV, Rheinstraubbahn, Schopp-Heidebahn, RB63, aber auch um die Mittelerhöhung für den ÖPNV-Verkehr, damit die Kreise und die Auftraggeberkreise bei uns, die DDG, Mittel genug haben, um deutsche Taktverkehr fahren zu lassen. Das halt auch
die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, wenn man keinen Aufrufsverfassung hat, keine Fahrgemeinschaft hat, daran teilnehmen kann, um zum Arzt zu kommen, zum Einkaufen, zur Schule, ins Kino, Abendaktivitäten. Der Bus 910 in Kinefurt hat es gezeigt, wenn er umgestellt wird von einem Buchbus auf einen Taktbus, auch bis Abend um 12 wird er genutzt, und zwar in beide Richtungen. Das ist mein Anliegen und ich möchte, dass im Brandenburg jeder Landtag von 4 bis 24 Uhr im Stundentakt, das ist BVB, kein Wählermotto, das ist mein Motto, dafür habe ich mich eingesetzt und das möchte ich auch die nächsten 5 Jahre umsetzen, sodass zum Beispiel auch die Heidekrautbahn nicht nur in einem Stundentakt hier fährt, sondern auch bis nachts um 24 Uhr, statt wenn man in Berlin arbeitet, auch hier wieder nach Hause kommt und nicht den Kumpel, die Frau, die Freundin anrufen muss, um sich abholen zu lassen. Und das natürlich dann auch so zustande kommt, wenn es mal Schwierigkeiten gibt mit der Bahn wieder oder mit dem Bus. Ja, ein Buchbus hier vor Ort, wir haben den Heidenheimer hier in diesem Kletterpark, ist in dem Sinn schön, aber es bringt es, wenn man nur am Wochenende fährt oder vielleicht kommt man gar nicht mehr bei den Veranstaltungen. Dasselbe betrifft unsere 3 Schulen in der Stadt. Ich möchte, so wie ich die letzten 5 Jahre gemacht habe, dass wir genug Lehrerinnen und Lehrer haben, dass wir genug ausbilden, dass wir an jeder Schule eine Schulgesundheitsfachkraft haben. Das war mein Anliegen im Kreis, die beiden aus dem Pilotprojekt offengebliebenen Stellen zu wahren und ich möchte sie ausbauen. Das ist ein ganz existenzwichtiges Thema für unsere Schülerinnen und Schüler, damit sie einen Ansprechpartner haben mit Schulgesundheitsproblemen, dass auch die Eltern beruhigt sind, dass nicht gleich das Kind die ganze Woche aus der Schule ist, sondern wie es gezeigt hat, kurzes Gespräch mit der Schulgesundheitsfachkraft und in den meisten Fällen können sie dann an der Bildung teilhaben. Ja, das sind so meine Aufgaben. Oder die Fakten der Pflege. Wir waren in Buko, wir haben uns alle hier drauf geeinigt, ich weiß nicht, Herr Kubert, wie Sie dazu stehen, den Pakt der Pflege für die nächsten 5 Jahre zu sichern, vielleicht auch gesetzlich. Das sind so die Themen, die mich antreiben und deswegen bitte ich um Ihre Stimme. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Juhl, bei Ihnen ist mein Schwerpunkt Wirtschaft und Tourismus. Was ist Ihr Lieblingsort? In Bani, in der Stoffheide, in unserer Runde. Ja, also ich kann ja hier mit Recht behaupten, zurück zu den Wurzeln, viele bekannte Gesichter hier in der Runde. Ja, bin mittlerweile 53 Jahre alt, aber meine politische Karriere in Anführungsstrichen begann mit 21, war also 1993 erste Mal gewählt für die Gemeindevertretung in Marienwerder und hier hängt natürlich immer noch ein Stück mein Herzblut an diesem Ort. Weil ja, von 1996 bis 2008 durfte ich hier Bürgermeister sein. Und ja, wenn ich Kai Alexander Mosley sehe, uns haben viele Jahre gemeinsame Arbeit, kommunalpolitische Arbeit begleitet. Wir hatten ja hier bis zur Jahrtausendwende und 2002 hier das Amt Schönebeck, durfte ich hier auch Amtsausschussvorsitzender sein. Insofern kenne ich auch Jürgen Bohm ganz gut, der hier in der Feuerwehr sehr aktiv war. Und gerade wenn ich Feuerwehr sage, haben wir ja hier auch, denke ich, in dem Bereich eine ganze Menge für den Brandschutz und für die Orte getan. Also wenn ich in unmittelbarer Nähe sehe, das Feuerwehrgerätehaus, wie war dort die ersten Schritte. Und wir haben halt der Bürokratie auch an der Stelle versucht, mal gegenzuhalten. Wir haben sehr unbürokratisch den Bau begonnen mit dem Abriss. Und das ist halt auch so ein Thema, denke ich, was uns alle bewegt, dieses Thema Bürokratie. Und jeder kann schon nicht mehr hören, dieses Wort Entbürokratisierung. Aber ich denke wirklich, dass wir damit anfangen müssen. Wir haben eine Überflutung an Regelwerken, an Gesetzen. Jeder merkt es aus seinem eigenen Erleben, wenn er mit Behörden zu tun hat. Und wir haben uns zumindest fest vorgenommen, jedes Gesetz, was wir einbringen in den Landtag, dass wir halt auch 2 Gesetze uns anschauen, die dann nicht mehr notwendig sind, dass wir die dann auch streichen. Und vor allem nach 5 Jahren auch jedes Gesetz versuchen, zu überprüfen und zu gucken, ob das denn in der Form notwendig ist. Ja, zu meiner Person, ich habe schon gesagt, 53 Jahre, bin Vater von 2 Söhnen, bin verheiratet und bürgerschaftliches Engagement ist für mich sehr wichtig. Ich bin halt auch noch Präsident vom FV Preußen Eberswalde und vom Stadtteilverein Eberswalde Westend. Also daran sehen Sie, mein Lebensmittelpunkt hat sich insofern verändert. Seit 2012 wohne ich mit meiner Familie in Eberswalde und Stadtteilverein, gestern hatten wir unseren Höhepunkt, deshalb, ich freue mich hier zu sein. Die Uhrzeit ist ein bisschen schwierig für mich, wir haben noch bis nach Mitternacht aufgeräumt und insofern
Ja, aber es tut nichts zur Sache. Wir sind heute hier und wir kommen ins Gespräch. Und ja, politisch in den nächsten 5 Jahren wollen wir auf jeden Fall als CDU ein Stichwort, die Meisterausbildung, die soll im Prinzip kostenfrei werden. Wir wollen nicht mehr, dass für die Meisterausbildung die Gesellen im Prinzip Geld bezahlen müssen. Ist zum einen eine Gerechtigkeitsfrage, wenn man sieht, für Studien dort ist keine Studiengebühr, ist kostenlos. Und wir haben auch gerade bei den Handwerksbetrieben große Probleme, was die Nachfolgeregelung betrifft. Und hier mehr jungen Menschen die Möglichkeit zu öffnen, eröffnen, hier eine Meisterausbildung zu machen und den Abschluss, um dann auch hier in dem Bereich tätig zu werden, ist für uns wichtig. Dann betrifft ja auch so einen Ort wie Groß-Schönebeck. Wir wollen eine Baulandoffensive starten. Ich denke, wir haben die Möglichkeit, hier gerade auch jungen Menschen zu helfen, hier an Wohneigentum zu kommen, also selbst ein eigenes Häuschen. Und da geht es natürlich um das Thema Landesplanung. Hier muss man halt auch schauen, dass man hier Regulierung und Vereinfachung ermöglicht. Aber auch ganz konkret die Grunderwerbsteuer, die ist ja in Brandenburg relativ hoch mit 6,5%, die mithöchste in Deutschland. Und wir haben in unserem Wahlprogramm auf jeden Fall, dass wir einen Freibetrag einführen wollen von 150.000 Euro und für jedes Kind dann nochmal 100.000 Euro. Also auch an der Stelle hier eine Erleichterung. Ich denke, wir müssen gemeinsam anpacken. Wir müssen gucken, dass wir hier Lösungen finden, dass wir hier auch wieder Vertrauen zurückgewinnen für die Menschen, für die Regionen. Und selber habe ich es wirklich sehr schmerzlich empfunden. Vor Jahren hatten wir hier mal eine Diskussion und da war ich auch absolut, habe viele Gespräche im Hintergrund geführt, aber man kann ja auch nicht immer als Einzelkämpfer oder wenn man nicht Mehrheiten hat, immer schnips und dann passiert es hier mit dem Wegfall der Sparkasse. Also ich finde das wirklich und bis heute, wenn ich in entsprechenden Runden bin, erwähne ich immer dieses Beispiel hier von Groß-Schönebeck, weil natürlich aus meiner Erfahrung, die ich ja hier in dem Bereich habe, weiß ich natürlich um die regionale Lage und Besonderheit von Groß-Schönebeck im Raum und die Wege und die Entfernungen. Und ich denke, hier haben wir vielleicht auch nochmal eine Chance, auch hier in der nächsten Wahlperiode, ohne hier Versprechungen, aber an dem Tisch sitzen ja nun alle Parteien, dass man hier nochmal einen Ansatz macht, weil jetzt nun mal unsere in Anführungsstrichen Kreissparkasse und hier nochmal zu überlegen, wie man hier zumindest die Situation hier für die Menschen verbessert. Das ist mir persönlich wirklich wichtig und ist nicht einfach nur hier so ein Wahlkampf für Töns. Dankeschön. Kommen wir zur einzigen Frau in der Runde. Frau Schubert, wenn man sich über Sie informiert, dann findet man ganz oben das Thema Bildung. Welche drei Dinge von Hessen, Staaten, Liebe, abgesehen, finden Sie für Kinder am wichtigsten? In dem Bereich darf ich nochmal nachfragen, in dem Bereich, oder können wir uns herzlich zuhören, finde ich besonders wichtig. Gerade in unserer Zeit fällt es vielen Menschen schwer, die Konzentration geht runter, die Aufmerksamkeitsspanne geht runter, auch bei Elternteilen wirklich mal zuzuhören, den Kindern sich darauf einzulassen, sich auf deren Ebene zu begeben, mal verrückte Sachen zu machen, oder selber aus sich rauszukommen, mit denen zu spielen einfach und nicht nur daneben zu stehen und Ansagen zu machen, wie sie sich zu verhalten haben, sondern gemeinsam mit den Kindern Aktivitäten. Dinge tun. Genau. Was ich noch besonders wichtig finde, ist, und das trifft auch den Punkt Digitalisierung zum Beispiel ganz sehr, ich bin kein Fan davon, Schulen flächendeckend zu digitalisieren. Eben weil die Kinder sehen, zum Beispiel auch im Haushalt der Eltern zu Hause, immer wieder die Eltern am Computer sitzen, am Handy sitzen. Und es wird mehr und mehr, also selbst um das Postpaket nachträglich zu empfangen, braucht man jetzt irgendwie eine App und dafür eine App und überall die Kinder, das heißt, was sie sehen, ist, die Erwachsenen sind vom Bildschirm. Und wir wollen die Bildschirmzeiten reduzieren, wir wollen, dass die Kinder mehr, wegkommen von diesen ganzen Geschichten. Und was tun wir? Wir zeigen ihnen, dass es eben anders ist. Also diesen Schritt, dieses Bewusstwerden wäre schön, dass wir sagen, auch wir als Erwachsene sitzen nicht mehr die ganze Zeit vom Bildschirm, machen Banküberweisung, machen wir jetzt diese App und diese App. Was mir noch besonders wichtig ist, dass die Kinder wieder lernen, handwerklich
zu sein oder dieses haptische wieder erlernen, weil sie sitzen halt tatsächlich vor den Konsolen und natürlich haben sie eine Daumenfertigkeit, doch alles andere drumherum geht verloren, deshalb auch wieder in den Schulen mehr Praxis, ganz eindeutig. Es gibt Kinder, die sind sehr praktisch orientiert, die haben große Probleme, eben den ersten Tag zu sitzen, zu lesen und recht zu schreiben. Die können und müssen ganz anders abgeholt werden. Das heißt, wir brauchen definitiv eine Öffnung im Bildungssystem, um auch den individuellen Ansprüchen der Kinder gerecht zu werden. Und wir müssen die Persönlichkeitsrechte der Kinder wahren. Es gibt Diskussionen in den letzten Jahren mehr und mehr, dass also auch dieses Thema Frühsexualisierung zum Beispiel und all solche Dinge. Also lasst den Kindern ihren Raum. Und unterstützen sie anders, wir gehen mit ihnen raus, wir fühlen wieder, wir gehen in die Natur, ja, wir verlieren unseren Bezug zur Natur. Das ist auch gerade auf dem Land, viele zieht es auf Land, zieht es auf das Land, weil dort eben noch die Natur vorhanden ist. Und das ist mir ganz wichtig, ist auch der Schutz der Natur. Und ich meine richtigen Naturschutz und ja, weitere Themen. So, ich glaube. Ich komme aus meinem beruflichen Feld, ich bin Jobcoach und Sporttherapeutin. Ich helfe Menschen sozusagen ihren Weg zu finden, auch im beruflichen, also ihren tatsächlichen Kern zu finden, ihre Stärken, ihre Schwächen und daraus das rauszuziehen, was sie als Teil in die Gesellschaft tragen können. Denn wir alle, und das dürfen wir nicht vergessen, sind Teil dieser Gesellschaft. Wir machen diese Gesellschaft. Und wenn wir wollen, dass etwas anders ist, dann, wir sind jetzt durch den 300. Geburtstag von Kant sozusagen, also behandle andere Menschen so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Und das ist doch eine Grundmaxime, der wir folgen sollten sozusagen. Und auch in jedem Einzelnen. Also ich frage mich, es gibt gute Ideen in der Politik, ja, viele gute Ansätze. Und am Ende kommt es dann nicht dazu, dass diese umgesetzt werden. Thema Entbürokratisierung. Das ist die große Frage, warum? Warum? Jeder möchte es, aber es passiert nicht. Ganz im Gegenteil. Ja, die Anforderungen steigen für die Unternehmen, steigen ja, wo die Abgaben, alles steigt. Und obwohl diese Ansätze da sind, heißt, wir müssen uns die Prozesse genau angucken. Ich habe langjährige Erfahrungen im Qualitätsmanagement und möchte diese Erfahrung gerne auch mitbringen in die Prozesse, in den Landtag. Noch zwei private Sachen. Also ich habe zwei Kinder, 17 und 9 Jahre alt, sind zwei Jungs. Habe Soziologie, Psychologie, interkulturelle Kommunikation, Marketingmanagement studiert und bin auch Sporttherapeutin und habe irgendwann auch in meinem Leben den Schritt gemacht, weg vom Computer zu gehen und mich mehr zu bewegen und mehr rauszugehen, weil es fühlt sich für mich an, wie erdrückt zu werden, den ganzen Tag vor dem Computer zu sitzen. Perfekt, in der Zeit geblieben. Vielen Dank. Sebastian, sagt von sich, Sozialist aus Überzeugung und unverbesserlicher Optimist. Was ist deine schönste Kindheits- oder Jugenderinnerung, die untrennbar mit Heimat verbunden ist? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und danke, dass ich wieder hier sein darf. Ich kann mich noch erinnern an die Debatte vor 5 Jahren, dazu komme ich gleich nochmal, aber meine schönste Kindheitserinnerung eigentlich ist tatsächlich mit dem Fahrrad durch die Gegend zu fahren. Ich bin in Britz aufgewachsen bei Eberswalde, bin in Eberswalde geboren. Und bin dann von Britz aus eigentlich mit dem Fahrrad überall hingefahren, entweder zum Werbelinsee oder nach Groß-Schönebeck, hierher zu einem guten Freund von mir und habe hier einfach eine schöne Kindheit gehabt. Und das ist auch was mich prägt und auch jeden Tag tatsächlich antreibt, weil ich eine gute Kindheit hatte, weil meine Eltern, muss man sagen, nach der Wende Glück hatten und beide einen Job hatten, habe ich Armut nie erlebt, also nie persönlich erlebt. Sondern für mich war das selbstverständlich, an die Ostsee zu fahren, in den Urlaub zu fahren. Für mich war das selbstverständlich, irgendwie, dass jetzt, ich sag mal, eine Klassenfahrt oder auch ein Ferien, wie heißt es? Ferienlager, danke, das ist schon so ein. Ferienlager einfach immer irgendwie drin war. Und es gab, das hat mich politisiert damals, ich relativ jung war noch, dass irgendwie meine Sitznachbarin, habe ich mitbekommen, oder auch Klassenkameradinnen und Klassenkameraden von mir in der Grundschule, die es nicht hatten. Ich habe mich immer gewundert, warum ist das so? Und da habe ich immer gesagt, ich will, dass es allen Kindern so gut geht, wie es mir ging, weil ich finde, dass einfach alle Menschen die gleichen Chancen haben sollen. Nicht
aus allem wird was. Also aus mir wird nie ein Feinmechaniker und so, weil eher Grobmotoriker. Aber irgendjemand, irgendwas kann ja jeder. So. Ich habe Lehramt studiert, habe da den Bachelor gemacht, bin dann aber Gewerkschaftssekretär geworden. War hier zuständig vor 2019 für den gesamten Bereich vom PCK Schwedt bis runter zum Stahlwerk nach Eisenhüttenstadt. Und das hat mich auch wieder geprägt, weil ich da Menschen kennengelernt habe, wo ich gemerkt habe, dass auch wieder etwas, was für mich selbstverständlich war, gar nicht mehr selbstverständlich ist. Ich bin aufgewachsen mit, geh zur Schule, sei ein guter Schüler, war ich natürlich immer, klar, wie wir alle, mach einen Abschluss, lerne einen Beruf. Wenn du einen Beruf gelernt hast, kannst du arbeiten, kannst dir eine Familie aufbauen, ein Haus bauen oder eine Wohnung mieten oder wie auch immer, eine Familie gründen und nach 40 Jahren kannst du in die Rente gehen und kannst einen guten Ruhestand einfach genießen und kannst von deiner Rente nicht nur überleben, sondern gut leben und kannst dann auch mal deine Enkelkinder einladen und was man so alles macht. Und da habe ich gelernt, dass das für ganz, ganz viele Menschen in diesem Land überhaupt nicht mehr selbstverständlich ist. Und dass das in den letzten Jahren auch nicht selbstverständlicher geworden ist, sondern eigentlich noch viel schwieriger geworden ist für viele Menschen. Und den Menschen will ich eine Stimme geben, weil in Brandenburg jeder Dritte, der hier arbeiten geht, geht zu Niedriglöhnen arbeiten. Jeder Dritte, der jeden Tag arbeiten geht, kann von seinem Lohn am Ende nicht leben. Wenn wir uns dann anschauen, dass diejenigen, die hier arbeiten gehen, dann zum Beispiel, wir haben auch in Brandenburg immer noch 10.000 Menschen, die auch jeden Tag arbeiten gehen und trotzdem auf Bürgergeld angewiesen sind, weil sie aufstocken müssen. Ich habe letzten Woche eine Situation gehabt in Eberswalde, da hat eine Frau mich angesprochen, eine junge Frau, alleinerziehende Mutter, zwei Kinder und ihr Sohn ist schwer lungenkrank. Und sie hat mir erzählt, dass sie nach Stuttgart gefahren ist zu einem Spezialisten, der helfen wollte. Und da hat sie mir gesagt, weißt du, Sebastian, ich hatte einen kurzen Moment, dass ich Angst hatte davor, dass dieser Mensch ein Wunderheiler ist und auf einmal mein Sohn von heute auf morgen wieder gesund wird. Ja, sie hat sich ertappt dabei, sagt sie. Sagt, warum? Wie kann das sein? Dann sagt sie, naja, mein gesamtes Gehalt, ich Logopäde, mein gesamtes Gehalt geht drauf für die Miete und ich lebe eigentlich nur vom Kindergeld und vom Pflegegeld. Und da ist doch die Frage, ist das eigentlich normal? Kann das noch normal sein? Und wir leben in einem guten Land. Ich sage nicht, dass hier alles in Schutt und Asche liegt und so weiter. Aber wenn ich dann den Ministerpräsidenten höre und seit 5 Jahren höre, dass wir in einer Gewinnerregion leben und alle hier gewinnen und die Wirtschaftsdaten so super sind und alles nach vorne geht und Tesla und Tesla und Tesla und dann gleichzeitig merke ich, das hat mit der Realität von ganz vielen Menschen gar nichts zu tun. Wenn jede vierte Rentnerin, wenn jede vierte Frau, die jetzt in Rente geht aktuell, unter 800 Euro Rente bekommt, wenn wir uns dann anschauen, dass wir in Brandenburg Pflegeheimplätze haben, die im Durchschnitt die höchsten Kosten, die höchsten Eigenanteile haben mit über 3.000 Euro, dann weiß ich, dass das alles nicht funktionieren wird. Und dann muss ich mich auch nicht wundern, wenn Leute sich abwenden und dann eben zu irgendwelchen Kräften gehen, die ich nicht unterstützen will. Und dann am Ende die Demokratie in Gefahr ist. Weil die Frage ist ja, was bedeutet praktisch Demokratie für mich? Hilft mir der Staat, wenn ich in Not bin? Kann ich mich auf den Staat, auf die Gesellschaft verlassen? Und dann bekommen wir Nachrichten, dass die Deutsche Bahn nicht mal mehr dazu in der Lage ist, einen Fahrplan aufzustellen. Wir lachen darüber, weil wir eigentlich sagen, ja, wundert uns nicht, wir haben uns sowieso schon immer gedacht, dass die Frühjahrsbedingungen eher aus dem Bingo immer rausziehen. Und da finde ich einfach, wir müssen uns nicht wundern, wenn wir Zukunftsängste nehmen wollen bei Menschen, dann müssen wir dafür sorgen, dass dieses selbstverständlich wieder selbstverständlich wird, dass Krankenhäuser beispielsweise nicht in private Hand gehören, sondern endlich wieder in öffentliche Hand gehören, weil Gesundheit kein Ware ist, letzter Satz. Und deshalb will dafür weiter streiten, erstens Menschen eine Stimme zu geben, die sonst keine haben im Parlament und zweitens, dass die Realität wieder ein bisschen mehr Einzug hält in die Politik. Dafür kämpfe ich seit 5 Jahren und würde das gerne weiter tun und bitte da um Ihre Stimme oder um Ihre Unterstützung am 22. September. Vielen Dank. Wenn man bei Ihnen liest, dann findet man auch, dass er am Thema Bildung und dem politischen Antrieb Freiheit. Wie würden Sie Kindern das Wort Freiheit erklären? Ja, vielen Dank. Schwere Frage. Also erstmal vielen Dank für die Einladung und dass ich auch hier sein darf und meine Position dort mit vertreten und mich vorstellen darf. Freiheit ist ein riesengroßes Thema. Für mich ist es der Antrieb, auch in der Politik zu sein. Ich bin Jahrgang 71 und bin seit dem 13., 14. Lebensjahr politisiert, habe mich für Politik interessiert und habe mich
auch, sage ich jetzt mal, zumindest bis 89 in dem Umfeld, da Freiheit für mich wichtig ist, nicht so wohl gefühlt. Ich habe es mir trotzdem nicht leicht gemacht, irgendwo mal politisch mich zu engagieren, weil ich glaube, das geht jedem so. Man ist, man findet vielleicht bei vielen Parteien etwas, aber man kann sehr schwer mit einer Partei 100% übereinstimmen. Und so ist es dazu gekommen, dass ich dann, obwohl Politik für mich immer ein Thema war, erst 2019 mich zur ersten Wahl gestellt habe und dann an eine Partei gegangen bin. Wie erkläre ich Kindern das Thema Freiheit? Freiheit ist etwas, wo was primär erstmal individuell ist. Das heißt, man selbst kann entscheiden, was man macht und was man nicht macht. Man kann selber seinen Lebensweg wählen und man hat diese Möglichkeit, das dann auch zu machen, ohne dass man eingeschränkt wird. Freiheit heißt auch Verantwortung. Es gibt nicht nur Freiheit, weil nur Freiheit wäre vielleicht Anarchie, sondern Freiheit heißt auch, dass ich dafür verantwortlich bin, wie ich mit dieser Freiheit umgehe, wie ich Einfluss auf andere Menschen nehme. Hängt jetzt ein bisschen vom Alter des Kindes ab. Ich hoffe, so könnte man ein Kind ungefähr das erklären. Freiheit heißt zum Beispiel nicht, morgens zu sagen, oh Gott, das Schule interessiert mich nicht, mache ich nicht. Das wäre jetzt sozusagen die maximale Freiheit, wo eigentlich die Verantwortung fehlt. Aber Freiheit heißt zum Beispiel zu entscheiden, welchen Berufsweg ich dann danach nehme. Zu meiner Person, Jahrgang 1971, hatte ich schon gesagt, ich bin seit 2004 selbstständiger Apotheker in Eberswalde, habe zwei Kinder im schulpflichtigen Alter, 10 und 14 Jahre. Und wie Sie schon gesagt hatten, Freiheit ist sozusagen das primäre Thema, findet sich eigentlich aus meiner Sicht halt in allen politischen Themen auch wieder. Was mir besonders am Herzen liegt in der Landespolitik, weil das Land dafür auch ganz primär zuständig ist, ist der Bereich Bildung, der in diesem Wahlkampf ja gar nicht wirklich vorkommt, habe ich den Eindruck zumindest. In vergangenen Wahlkämpfen kam ja vor, gleichwohl wer Kinder oder Enkel hat und mit dem Thema befasst ist, weiß, dass die Probleme in den Zeiten der letzten Legislaturperioden nicht geringer geworden sind. Meine Kinder sind beide in staatlichen Schulen und so habe ich da auch aus Elternsicht einen gewissen Einblick und für meine Kinder ist es leicht, weil sie ein Elternhaus haben, welches sich auch um die Bildung kümmern kann. Ich sehe eigentlich Defizite in vielen anderen Bereichen bei Kindern, wo sich die Elternhäuser aus verschiedensten Gründen halt so nicht kümmern können. Und Bildung ist für mich das Zukunftsthema an sich. Wir sind ein Land ohne nennenswerte Rohstoffe. Bildung und Wissen ist das, womit wir für uns selbst und auch weltweit hausieren gehen können. Und da ist es für mich nicht verständlich, dass dieses Thema in der Landespolitik nicht das priorisiert ist, dass es nicht sozusagen Chefsache ist des Ministerpräsidenten. Wenn man in Schulen geht und auch mal mit Problemschulen, sowas gibt es halt auch bei uns in der Region, in Kontakt ist, dann kann man zum einen nur den Hut ziehen vor denen, die dort arbeiten jeden Tag unter diesen Bedingungen und denen, die dort auch lernen dürfen und man trifft dort eine permanente Mangelverwaltung. Und um das zu beheben, muss Landespolitik oder muss Politik an sich Prioritäten setzen. Dazu gehört im Land für mich Bildung dazu, neben Justiz, innere Sicherheit und Infrastruktur. Und darf die Probleme nicht nur verwalten. Und das ist jetzt, sag ich mal, auf landespolitischer Ebene mein Hauptantrieb. Und um diese Ressourcen dafür freizusetzen, weil ich meine, natürlich können wir jetzt sagen, 80 Schüler pro Klasse finden wir toll, aus meiner Perspektive auch normal. Moderne Klassenräume, moderne Schulen sind toll. Dafür brauchen wir Ressourcen. Wir brauchen die Personen, die diese Kinder unterrichten. Wir brauchen das materielle Umfeld, was einem modernen Standard entspricht. Und das wird nur gehen, indem wir Prioritäten setzen und woanders vielleicht weniger ein Augenmerk drauf haben. Aber das ist Politik. Alles andere, auch schwierige Entscheidungen zu treffen, alles andere ist aus meiner Sicht Verwaltung. Und wenn wir ein Land nur verwalten möchten, brauchen wir nicht wählen. Vielen lieben Dank. Herr Fischer, der Jüngste in der Runde hier heute. Und wenn man über Sie liest, oder Internetauftritt,
erfährt man ziemlich viel, unter anderem, dass sie sehr gerne wandern, vor allem in den Naturlandschaften Englands. Aber was ist ihr liebster Wanderweg hier in der Umgebung oder ihr liebstes Wanderziel? Ja, genau. Vielen Dank für die Einladung. Der Jüngste ist immer der Standardvorstellung. Ich sag mal, wir haben nur das Alter dazu, 24 Jahre alt. Und die letzte Wanderung, die ich hier gemacht habe und die wirklich traumhaft ist, sind die 30 Kilometer auf dem Berlinsee. Da gab es ja dieses Jahr erstmalig hier auch eine ganz toll organisierte Wanderung. Ich habe nur die 30 Kilometer gemacht. Es gab ja einige, ich würde mal persönlich sagen, etwas verrückte Menschen, die da 100 Kilometer in 24 Stunden abgerissen haben und eine Riesenstrecke durch die Bahnen gewandert sind. Also wir haben bei uns hier vor Ort, finde ich, wirklich viele schöne Wanderwege und tolle Seen durch ganz tolle Wälder. Und ich persönlich, wenn ich dann zum Sport komme, laufe total gerne, freue mich nächste Woche auf den Stadtlauf in Eberswalde oder gehe eben auch im Urlaub gerne wandern. Insofern passt das hier sehr gut zur Region. Und das hat wirklich Spaß gemacht und ich hoffe, dieses Projekt, diese 100 Kilometer Wanderung wird, also ich fand im ersten Jahr war es schon eine tolle Sache und ich hoffe, das wird jetzt eine tolle Tradition hier auch für unsere Region. Genau, ich versuche mal meine 5 Minuten etwas kürzer zu machen. Wir wollen ja dann auch in die Diskussion kommen. Also Kurt Fischer, mein Name, von der SPD, bin, wie gesagt, 24 Jahre alt, in Eberswalde geboren und aufgewachsen und auch all die 24 Jahre immer so ein bisschen hier geblieben, habe in Potsdam Volkswirtschaftslehre und Politikwissenschaft studiert, war auch in der Zeit ehrenamtlich politisch immer hier in Eberswalde aktiv, bin jetzt seit einigen Jahren auch kommunalpolitisch aktiv in der Stadtformversammlung Eberswalde. Im Kreistag jetzt neu, im Kreistag wahrnehmen als Fraktionsvorsitzender der SPD dort. Und bei uns als SPD kam dann natürlich die Frage jetzt auf, Landtagswahlen stehen wieder an. Wir haben vor 5 Jahren ja relativ knapp hier das Direktmandat vor Ort gewonnen. Hardy Lux, der das damals gewonnen hat, tritt nicht wieder an. Und dann geht es ja mal so ein bisschen in die Runde, wer möchte das machen. Ich war da entschieden, dass ich gerne meine Region im Landtag vertreten will. Gar nicht mit den großen Versprechungen, dass man dann sofort alles besser macht und all die Probleme löst. Und wir haben ja teilweise auch gehört, schon was im Landtag besprochen wird und was vielleicht eigentlich Bundespolitik ist oder sogar noch darüber groß hinaus. Aber wir stimmen jetzt eben am 22. September um Brandenburg ab und insbesondere hier im Wahlkreis natürlich über die Vertretung unserer Region, über die Vertretung für Eberswalde, Joachimsthal und eben Tegischorfheide. Und mir ist es wichtig, dafür anzutreten, dass wir eine starke, eine vernünftige und auch eine konstruktive Stimme dann als Direktkandidat im Landtag haben. Nicht jemand, der die ganze Zeit erzählt, wie schlimm alles ist und vielleicht auch noch Kraft daraus schöpfen will, dass es schlimmer wird, sondern wirklich darüber zu reden, die Probleme liegen auf der Hand, wir kennen sie alle, uns ärgert das alles jeden Tag, sondern konkret zu gucken, wie man gemeinsam, Politik kann auch gar nicht immer nur alles, das geht auch immer nur gemeinsam mit den Unternehmerinnen und Unternehmern, mit der Zivilgesellschaft, mit den Ehrenamtlichen vor Ort. Und ich möchte gerne der sein und bewerbe mich dafür und freue mich heute, mich dafür hier vorstellen zu dürfen, der eben mit all den Engagierten hier vor Ort konkret an eine Problemlösung geht und schaut, dass unsere eigentlich ja schon sehr lebenswerte Heimat, wir haben es gerade hier oft gehört, auch hier ist es heute wieder wunderschön, noch lebenswerter wird und wir die Probleme, die natürlich auf der Hand liegen, auch gemeinsam lösen. Insofern vielen Dank und ich freue mich insbesondere dann gleich auf die Fragen. Ja, vielen Dank. Dann würden wir jetzt kurz 10 Minuten eine Pause machen. Bist du vertreten? Und treffen uns dann in 10 Minuten zur Fragestunde. Spannend. Wir schauen uns ganz gerne mit Hans ausmelden, gerne aufstehen. Genau, da gibt es schon die erste Frage. Genau zu ihm. So, ich komme mal hier nach vorne, dann glaube ich, bin ich besser zu sehen und zu hören. Eine Frage an Dago Juhr. Sie haben davon gesprochen, Sie vertreten der CDU und Sie müssen Vertrauen wiedergewinnen. Das heißt für mich, auch in der Regierung, zusammen mit der SPD und den Grünen, Sie haben in den letzten Jahren offensichtlich Vertrauen verloren. Wo sehen Sie denn Gründe dafür, dass dieses Vertrauen verloren gegangen ist, dass Sie jetzt wiedergewinnen? Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist natürlich ein Thema, da kann man denke ich, sehr viel zu sagen. Vertrauen. Wir kennen alle die Diskussion in unserer Gesellschaft, bei unseren Menschen. Klar ist diese
natürlich Migrationsthema. Ist bei vielen, vielen Menschen sicherlich hier in Schönebeck vielleicht nicht so intensiv als zum Beispiel in unserer Kreisstadt in Eberswalde. Da haben wir halt eine Situation, dass wir sehr viel Geflüchtete dort aufgenommen haben und die Menschen, die machen sich halt Sorgen in dem Maße, dass sie halt sehen, dass die Schulen relativ viele Flüchtlinge aufgenommen haben und dort in den Klassen halt eine Quote ist, die für viele schon mehr als bedenklich erscheint, dass halt auch in anderen Bereichen dort Probleme halt bestehen. Wir sind nicht dafür, wie andere, das Asylrecht in irgendeiner Form in Frage zu stellen, ganz klar. Aber wir sind dafür, hier doch die Grenzkontrollen auf jeden Fall aufrechtzuerhalten. Wir wollen auch in, haben auch in unserem Wahlprogramm festgeschrieben, ähnlich wie in Bayern, eine Grenzpolizei hier aufzubauen. Wir wollen Abschiebungen, also Flüchtlinge, die halt keinen Aufenthaltsstatus hier haben, möglichst zeitnah wieder in ihre Heimatländer zurückverweisen. Also es sind Dinge, die sicherlich 2015 haben wir auch nicht alles richtig gemacht, ganz klar. Da stehen wir auch zu als CDU und denke aber, der erste Weg, um hier Vertrauen zurückgewinnen, ist natürlich, sich auch seine eigenen Fehler einzugestehen und Dinge halt an der Stelle auch in Zukunft anders und besser zu machen. Ja, ist vielleicht, ich denke, darauf hat auch Ihre Frage gezielt und so möchte ich sie jetzt hier auch an der Stelle beantworten. So, gibt es schon weitere Wortmeldungen? Einer oder noch eine Wortmeldung? Ich möchte mich an Herrn Wiebke wenden. Sie haben vor, das ist jetzt ein Randthema, das ist nicht die große Politik. Bitte ein bisschen lauter. Das ist ein Randthema und nicht die große Politik. Sie haben das Loblied auf die EU-Demokratie gesungen. Leider, also ich jedenfalls leide unter der zweimaligen Zeitumstellung im Jahr. Und immer wenn man Politiker beim Bundestagswahlkampf darauf anspricht, wimmeln die sich das Thema ab und sagen, das ist EU-Angelegenheit. Und da frage ich mich, wie handlungsfähig ist eigentlich dieses EU-Parlament und diese EU-Demokratie und warum unterwerfen sich unsere deutschen Politiker diesem Diktat der zweimaligen Zeitumstellung, anstatt konsequent zu sagen, die ist abgeschafft und wir haben jetzt unsere Zeit und dann können die anderen dann machen, was sie wollen. Ich hoffe, das geht jetzt. Das geht, ja. Sehr, sehr schöne Frage, vielen Dank. Ich stimme Ihnen da vollkommen zu. Nach meinem Empfinden könnte die und muss hier auch ganz dringend abgeschafft werden. Ich habe vorhin auch nicht das Loblied auf die EU-Demokratie, sondern auf demokratische Prozesse im Allgemeinen gesprochen. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, sich zu beteiligen. Und wir haben das auch im Wahlprogramm, dass wir halt Bürgerräte fordern, die halt eben auf kommunaler Ebene Beschlüsse fassen, die dort eben umgesetzt werden können. Wir haben, wir sehen da eine direktere Beteiligung der Bürger vor. Und da hatten wir eine Abstimmung EU-weit zur Zeitumstellung, die eine eindeutige Sprache gesprochen hat. Und die hätte man meines Erachtens genauso auch fortführen und umsetzen müssen. Leider haben das einige Kräfte dort als nicht prioritär erachtet und nach hinten angeschoben. Und ich hatte vorhin auch schon gesagt, der gesamte Demokratieprozess, so wie wir ihn haben und so wie er diskutiert wird, medial als auch von vielen Berufspolitikern, vor allen Dingen aus dem konservativen Bereich, der ist sehr kompliziert und der ist sehr träge und der befördert halt eben unglaublich schnell, unglaublich gerne doch bestimmte Spitzenklientel und ist nicht unbedingt für die einfache Bevölkerung gemacht. Und da sind die Prozesse teilweise auch viel zu lang, da muss man ran, ganz unbedingt. Aber eben auf demokratischen Mitteln. Und da sollte man eben auch jeden Politiker beim Wort nehmen und dafür sorgen, dass die sich nicht immer hinter dem wunderbaren Begriff der Subsidiarität verstecken können. Das passiert ja nicht nur auf EU-Ebene, das passiert ja auch auf allen Ebenen. Dann sagt die Stadt, die kann nichts machen, oder die Gemeinde sagt, die kann nichts machen, da ist der Kreis für zuständig.
obwohl doch die Maßnahmen ganz dringend notwendig sind auf der Fläche. Und der Kreis sagt, naja, das können wir nicht machen, da ist das Land für zuständig. Und so diskutieren alle ganz lang hin und her, ohne dass am Ende die wichtigen Sachen für die Menschen wirklich auch passieren. Und dann muss man was machen und dann muss man mehr direkte Demokratie einführen. Und wir können uns da gerne zusammentun und zusammen für die Zeitumstellung kämpfen. Ich sehe da noch viele andere wichtige Sachen auch, die man machen müsste, die ähnlich träge vorangehen. Okay, danke schön. Dass Sie sich trotzdem bestätigt haben, Herr Klaus. Dann schlage ich doch vor, dass wer von Ihnen dann in den Landtag einzieht, dass er dann darauf hinwirkt, dass die brandenburgische Regierung im Bundesrat eine Initiative entfacht zur Abschaffung dieser blödsinnigen Zeitumstellung und den Bundestag nun vor sich her treibt, damit endlich mal eine Entscheidung fällt und die träge deutsche Regierung mal auf Tab gemacht wird. Dankeschön. Genau, wenn es weitergeht, das Mikro. So, ich habe eine Frage, die geht eigentlich an alle Kandidaten und ich bin gespannt, wer als erster hier konkrete Antworten geben kann. Und zwar steuern wir auf eine Versorgungskatastrophe zu in Bezug auf die pflegerische und medizinische Versorgung, speziell im ländlichen Raum. Es wird einen Fachkräftemangel geben. Wir haben eine demografische Entwicklung, die also immer mehr Pflege und auch medizinischen Aufwand bedarf. Und das sind nur zwei von den Punkten, die uns da letztendlich berühren. Was werden unsere Landtagskandidaten in Bezug auf diesen Versorgungsmangel, speziell im ländlichen Raum, in ihrer Legislaturperiode ansteuern? Wer möchte darauf antworten? Nochmal gleich später als erster was. Also erstens, alle Parteien habe ich gesehen in den Wahlprogrammen oder auf den Summen haben alle das zum Thema gemacht. Nicht alle als Nummer eins, aber dahinter. Pakt für Pflege wurde vorhin schon mal angesprochen, soll weitergeführt werden. Die Frage ist, was bleiben Worthülsen und was wird sich nach der Wahl ändern? Meine Befürchtung als Nichtpolitiker ist, es wird so sein, wie es auch früher war. Man wird die notwendige Aufmerksamkeit diesem Thema nicht ausschließlich widmen können, muss man aber. Da muss man was anpacken. Also der Pflegenotstand kommt ja erstens aus dem qualifizierten Personal. Wir können es uns nicht backen, es muss ausgebildet werden. Das heißt, man muss in den Schulen, die Arbeitsämter machen da schon einiges, aber aus meiner Sicht völlig unzureichend, muss werben in den 10. Klassen, dass der Beruf der Pflege ein Beruf mit Zukunft ist, der schwer ist, körperlich schwer. Ich vergleiche manchmal fast wie in der Landwirtschaft, was dort zu tun ist. Also, und dann in Aussicht stellen, wie vergüte ich das künftig? Damit sind wir schon bei den Entlohnungsbedingungen, bei den Arbeitsbedingungen in der Pflege. Ich behaupte, dass 40 Stunden in der Woche zwar gearbeitet werden kann, aber dass in der Pflege bei der harten Arbeit das krank macht, wenn man 40 Stunden auf Dauer arbeitet, das wäre eine Sache. Fachkräfte anwerben aus dem Ausland, da haben wir das Problem. Fachkräftemangel, ja, werden wir tun müssen. Dafür bedarf es aber eindeutig der deutschen Sprache oder jedenfalls Grundkenntnisse der deutschen Sprache, denn die Pflegen können sich ja dann mit dem zu Pflegenden nicht unterhalten und das ist besonders wichtig. Fragen der Empathie sind ganz wichtig. Dafür ist in der Versicherung oder in der Abrechnung von Leistungen überhaupt nichts vorgesehen. Die rennen von einem Termin zum anderen auf dem Land mit vielen Fahrzeiten verbunden. Ich habe mir sagen lassen von einem Pflegebetrieb, dass diese Fahrzeiten nicht unbedingt in der Vergütung der Abrechnung gegenüber der Krankenkasse geltend gemacht werden können, auch nicht die strategische Entwicklung eines Pflegebetriebes. Das heißt, sie zahlen die zu, müssen die aus ihrem Budget irgendwie nehmen. Also keine Antwort erstmal auf Ihre Frage natürlich, sondern nur da müssen wir ansetzen, um Pflegepersonal zu finden. Auf der anderen Seite muss ich auch der Fairness aber sagen, dass es unfair ist, ausgebildetes Pflegepersonal aus Ländern, die schlechter leben, abzuwerben. Weil wir diesen Menschen denn überhaupt keinen Wehrendienst erweisen, die sind zwar weit weg von uns, und dann können wir egoistisch sein und sagen, das kann uns egal sein, darf uns aber nicht egal sein. Die müssen auch gepflegt werden in den anderen Ländern. Wir müssen also Personal hier ausbilden. Das wäre das eine. Bei den Landarztpraxen ist es ganz wichtig, überall stand ja 10 Uhr, das glaube ich auch auf Ihrem Programm gehabt. Landarztpraxis müssen Sie erstmal, da müssen Sie was zahlen. Dem Arzt muss man erstmal so eine Landarztpraxis ermöglichen. Wie soll denn der als junger Arzt so eine Landarztpraxis aufbauen mit Geräten? Das ist teuer, der ist verschuldet für sein Leben, wenn der anfängt. Das heißt also, da müssen Zuschüsse, das muss die Gemeinde, das muss man machen, so eine Landarztpraxis finanzieren, man muss investieren in so eine Landarztpraxis, anders geht es nicht. Man muss den Ärzten vor dem Studium bereits eine Sicherheit geben, dass er die Zulassung für dieses Gebiet bekommt. Dasselbe sage ich auch mit Lehrern. Man muss den Lehrern vor dem Studium zusichern, in welchem Kreis sie möglicherweise, wenn sie es möchten,
an einer Schule tätig sein wollen, möglicherweise auch helfen bei der Wohnungssuche oder sogar bei der Finanzierung. Also diese Fragen sind wichtig. Ich glaube, das ist nicht in einem oder in zwei Jahren zu tätigen. Wir werden sehen, nach 5 Jahren hoffe ich, dass Fortschritte erzielt worden sind. Nicht? Und die Fehlenden werden immer mehr, weil wir ja älter werden. Und deswegen werden wir nicht gesünder, weil wir älter sind. Denn wir leben nicht lange, genauso lange so gut, weil wir älter werden, sondern wir werden, wenn wir älter werden, gebrechlicher. Das ist wohl die folgende Sache. Also deswegen keine wirkliche Antwort, aber das Ziel ist es, hier anzusetzen. Ja? Lebensbedingungen und Personal. Danke. Dankeschön. Herr Maske oder Herr Walter, erinnerst du? Ja, danke. Okay. Ja. Das ist ja, also das Thema hatten wir jetzt ja schon zweimal. Das ist unheimlich vielschichtig und es gibt auf jeden Fall eines nicht eine einfache Antwort. Wenn wir jetzt in den Personellbereich anfangen, der Kollege hat schon wichtige Sachen gesagt. Arbeitskräftemangel haben wir in allen Bereichen. Es gibt Bereiche, wo es uns vielleicht nicht ganz so doll stört, wie bei der ärztlichen und gesundheitlichen Versorgung und auch in der Pflege. Und um da was zu machen und auch vor allem mit Perspektive was zu machen, müssen wir mehr ausbilden, das ist korrekt. Wir können aber auch nur mehr ausbilden, indem wir mehr Bewerberinnen und Bewerber dafür bekommen. Das heißt, der Beruf an sich muss in der Gesellschaft einen höheren Stellenwert, in der Wertschätzung bekommen. Wir haben viele Berufe, die sehr wichtig sind für die Gesellschaft, die aber einfach so keine Wertschätzung erfahren. Und so ein Prozess, da muss die Politik auch mit rein in der Diskussion. Wir müssen die Arbeitsbedingungen dahingehend verbessern, dass wir natürlich weniger Bürokratie dort brauchen, dass mehr Zeit für die Pflege dort an sich ist. Die Vergütung, da ist in den letzten Jahren schon einiges passiert, ist auch ein wichtiger Aspekt. Aber der wichtigste Aspekt, so auch meiner Sicht als Arbeitgeber, ich habe ja 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ist nicht das Finanzielle, sondern die Frage, wie sind die Arbeitsbedingungen. Das heißt, hetze ich von Termin zu Termin, kann ich mich um den Inhalt kümmern, den ich in der Ausbildung bekommen habe. Da müssen Wege passieren und da, sage ich mal, ist der Weg relativ lang. Der kürzere Weg ist natürlich, Fachkräfte auch aus dem Ausland zu gewinnen. Und auch das ist richtig, das ist für uns praktisch und gut, vor allem wenn sie dann schon ausgebildet sind. Sie fehlen natürlich irgendwo anders auch. Andererseits ist es so, dass sag ich mal, Fachkräfte, die bei uns arbeiten, auch eine Rückwirkung in die Länder haben, von denen sie kommen. Also so gesehen dort auch ein Nutzen dadurch entsteht. Also das kann man jetzt nicht nur schwarz-weiß sehen. Wir werden in der Pflege, um auch das gewährleisten zu können, mehr Geld brauchen. Das ist, glaube ich, keine Frage. Also wir hatten ja auch das Thema mit den Pflegeeinrichtungen, mit den Eigenanteilen, die zu zahlen sind. Das ist realistisch von 90% der, die gepflegt werden müssen, nicht zu leisten. Und das ist ein Thema, was, sage ich mal, in der Politik ungern genannt wird, weil wo soll das Geld herkommen? Und wenn ich mir jetzt sage, die Pflegeversicherungskosten steigen nochmal um 1%, dann höre ich ganz viele, die dann aufjaulen. Aber aus meiner Sicht gehört das zur Prioritätensetzung, ob ich jetzt sage, ich brauche das Geld für Pflege, für Gesundheitsvorsorge oder brauche ich das Geld für eine Energiewende. Wir werden nicht alles können. Es ist illusorisch zu sagen, wir können alle Baustellen zu 100% zu bedienen. Und das ist sozusagen der Diskurs, der auch irgendwo stattfinden muss. Politik sagt gerne, wir können alles. Nein, können wir aus meiner Sicht nicht. Und das zieht sich in dem, also ich komme ja als Apotheker aus irgendwo auch im Gesundheitsbereich im weitesten Sinne, auch in diese anderen Bereiche, die mit Gesundheit zu tun haben, halt außerhalb der Pflege, Landarztpraxen. Ich glaube, feste Landarztpraxen wirklich flächendeckend sind nicht realistisch. Ja? Also wir haben auch dort einen Mangel an ausgebildeten Personal und dieser Mangel entsteht nicht deswegen, weil weniger studiert wird, es wird genauso viel Medizin studiert wie vorher, wir haben höheren Bedarf durch eine ältere Bevölkerung, okay, aber wir haben auch andere Arbeitszeiten. Es ist die Tendenz, und das erlebe ich auch als Arbeitgeber, dass man eher 30 Stunden arbeitet als 40 Stunden. Das sind Stunden, die auch fehlen irgendwo. Auch das ist vielleicht eine Diskussion, die man in der Gesellschaft machen muss. Können wir das Niveau, das Level, was wir haben wollen, auch im Gesundheitsbereich und in anderen Bereichen, über immer geringe Arbeitszeiten abdecken? Ich glaube persönlich, nein, das geht nicht. Und als Land bin ich ja teilweise zumindest, also ich weiß nicht, für den Apothekenbereich, auch für Ausbildung zuständig. Und da kann ich für meinen Bereich sagen, es verschwinden Apotheken,
sicherlich auch, weil die eine oder andere nicht mehr wirtschaftlich ist, aber sie verschwinden auch, weil das Personal nicht vorhanden ist. Und sie können in Brandenburg nicht Pharmazie studieren, das einzige Bundesland, bundesweit, vielleicht ein Bundesland, wo das nicht geht. Die zuständige Ministerin hat dazu gesagt, man solle doch attraktive Arbeitsplätze bieten, dann kommen die aus den anderen Bundesländern von alleine. Und das Zweite, was uns fehlt, ist der Bereich der PDAs. Da gibt es in Brandenburg eine einzige Schule. In Hannover gibt es drei. Und diese eine Schule ist in Eisenhüttenstadt. Und wenn ich bei mir junge Menschen habe, die bei uns Praktika machen, wir haben ständig Schulpraktikanten, und die sich dafür interessieren und fragen, wo ist das, wo kann ich das werden, dann gibt es Berlin. Gut, Berlin ist zur täglichen Fahrt nicht besonders attraktiv und zum Wohnen sehr teuer. Und dann gibt es halt Eisenhüttenstadt. Und wer geografisch unterwegs ist, der weiß, Eisenhüttenstadt ist jetzt irgendwo da, wo man nicht ganz viele junge Leute hinbekommen wird. Also da ist aus meiner Sicht auch das Land gefragt in diesen Bereichen. Ich kann unheimlich viel studieren hier in diesem Land. Medizin gibt es bis heute auch nicht als staatlichen Studiengang. Wird jetzt mit Bundesgeldern gleich mal in der Lausitz aufgebaut. Aber da hat man jahrelang einfach nichts getan und andere Prioritäten gesetzt. Okay, danke schön. Herr Weiter. Ja, danke. Es ist ja auch wichtig, dass Pflege bei allen Parteien irgendwie auf Nummer 1 oder 2 steht. Und es wurde ja konkret gefragt und ich versuche das möglichst konkret auch zu machen. Was machen wir denn, also über was reden wir? Wir reden alle so, das ist ja so jetzt der neue Begriff, neben Entbürokratisierung reden wir alle über Fachkräftemangel. So, dann schauen wir uns mal die Realitäten an. Wie lange wollen wir uns das eigentlich noch leisten, dass Pflegekräfte, nachdem sie fertig ausgebildet sind, nach 5 Jahren, jede vierte Pflegekraft, nach 5 Jahren, wenn sie ausgebildet ist, gar nicht mehr im Pflegebereich arbeitet? Wie lange wollen wir das noch uns anschauen? Und das tun die ja nicht, weil sie irgendwie keine Lust mehr auf den Job haben, sondern gerade, vielleicht erinnern Sie sich noch an die Corona-Zeiten und systemrelevante Berufe und die ganzen Prämien, die gezahlt worden sind. Also die Pflegekräfte, mit denen ich rede, die sagen mir auch sehr deutlich, und das sehe ich auch so, die bezahlen ihre Rechnung heute noch von dem Applaus, den wir ihnen gespendet haben, damals vom Balkon. Weil das ist ein Problem. Wir brauchen hier, und das meinte ich vorhin auch, was heißt, also selbst was kann Politik tun, weil es ist auch alles nicht so vom Himmel gefallen, sondern auch die Situation hier heute ist eine Folge von politischen Entscheidungen. Weil man auch die Pflege im Pflegebereich zu lange es zugelassen hat, den Markt jetzt da reinzulassen und dann zu glauben, der Markt wird das alles regeln, das ist ja alles nur eine Frage von Angebot und Nachfrage. Und gerade in ländlichen Bereichen ist es eben so, dass es immer schwieriger wird, da tatsächlich auch, ich sag mal, Gewinne rauszuziehen und dadurch sich dann eben auch Leute zurückziehen und wir immer mehr Pflegeunternehmen haben, die natürlich keine Fachkräfte finden, weil eben woanders besser bezahlt wird, mit deutlich besseren Arbeitsbedingungen. Und jetzt muss der Weg folgendermaßen sein aus meiner Sicht. Wir brauchen als Land die Allgemeinverbindlichkeitserklärung, das können wir, des Tarifvertrages in der Pflege für alle Bereiche. Weil dann müssen auch alle Unternehmen die gleichen Löhne zahlen und dann kannst du auch anders mit den Pflegekassen verhandeln bei den Sätzen. Weil ich weiß, dass es, ich will hier nicht die privaten Pflegedienste verteufeln, nicht falsch verstehen. Da geht es insbesondere bei mir um die privaten Krankenhäuser, die übrigens immer noch massive Gewinne jedes Jahr über 30 Millionen Euro als Gewinn rausziehen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, den Pakt für Pflege, den müssen wir, und das ist, will ich hier an der Stelle auch sagen, weil ich will nicht immer dieses Oppositionsregierungsgehabe spielen, sondern es war eine sehr, sehr gute Idee der Grünen. Der grünen Gesundheitsministerin, Ursula Nonnemacher, von der ich nicht alle Positionen teile, sogar wenige, aber hier hat sie wirklich was richtig Gutes gemacht und wir müssen diesen Pakt für Pflege auf gesetzliche Grundlage stellen. Was bedeutet das? Im realen Reden und nicht im Politikersprech bedeutet, im Moment ist es so, dass wir jedes Jahr bei jedem Haushalt oder alle 2 Jahre immer hin und her verhandeln müssen, wie viele Millionen sind denn eigentlich jetzt da noch drin und dann ist das so wie auf dem Basar, ja. Sind es jetzt 22 Millionen, 30 Millionen oder sonst was. 30 Millionen war vorgesehen, jetzt sind es gerade 18 Millionen. Wir müssen gesetzlich festlegen, mindestens 22 Millionen Euro für den Pakt für Pflege, weil es geht ja nicht nur um Fachkräfte, sondern jeder, der mit dem Thema Pflege zu tun hat, weiß, es geht auch darum, wie kümmere ich mich am besten als auch Angehöriger, wie kläre ich beispielsweise bestimmte Dinge, also da braucht man auch Beratung und Unterstützung und es soll ja auch nicht, das muss ja das Ziel sein, nicht alle Menschen, soweit wie es möglich ist, nicht sofort alle Menschen ins Heim zu geben, ins Pflegeheim zu geben, sondern möglichst dafür zu sorgen, dass die Menschen zu Hause bleiben können, zu Hause gepflegt werden können oder Pflege im Quartier. Ich könnte jetzt noch stundenlang über Generationenhäuser reden und Projekte, die es jetzt auch in Eberswalde gibt, mit Kita im Erdgeschoss und oben betreutes Wohnen und so weiter, das würde alles zu weit führen. Aber was wir konkret noch machen können, Ärztemangel. Auch so eine Geschichte.
neben Lehrermangel. Auch so eine Geschichte, dass es ja völlig überraschend ist, dass man ja gar nicht sehen kann, wann Ärzte in Rente gehen. Anscheinend kann man das in diesem Land nicht statistisch erheben. Und dann wundern wir uns, wenn die weggehen. Und das hat unterschiedlichste Gründe. Erstens, ganz grundsätzlich, ich verstehe nicht, warum wir in dieser Situation immer noch einen NC haben für ein Medizinstudium von 1,0. Verstehe ich nicht, ist mir völlig unklar. Weil ich glaube, eine 1,0-Note oder eine 1,9 beim Abitur oder sonst wie hat nichts dazu, darüber zu sagen, ob ich ein guter Arzt werde oder ein schlechter Arzt werde. Immer mehr Menschen, junge Leute, gehen zum Beispiel nach Ungarn, studieren da ein, zwei Semester in Budapest Medizin, um sich dann hier in deutsche Universitäten einschreiben zu lassen, weil es einfacher ist, dann sich hier einzuschreiben während des Studiums. Wie lange wollen wir das auch zulassen? Und deshalb müssen wir da tatsächlich hinterhergehen. Landärztestipendium. Auch so eine Idee, das kommt, habe ich gehört, aus einem Land vor meiner Zeit, war das ja Alltag, dass man mit Stipendien Leute gelockt hat. Auch Landlehrerstipendium, aber auch Landärztestipendium. Wir haben das damals als Linke eingeführt, in der Landesregierung damals noch gemeinsam mit der SPD, für 100 Studierende pro Jahr. Die Landesregierung, die jetzige, hat es geschafft, aus 100 Stipendien pro Jahr 18 zu machen. 18. Und wenn Sie, das ist so ein Punkt, wo ich dann einfach sage, egal ob ich Opposition oder Regierung bin, über so eine Dinge müssen wir dann mal auch ehrlich reden und dann mal sagen, wollen wir jetzt den Ärztemangel kämpfen oder gucken wir jetzt einfach haushaltsmäßig, was geht oder nicht geht. Und da sage ich Ihnen, insgesamt ist es einfach so, wenn dann immer gesagt wird, dafür ist kein Geld da, es ist für Kinder kein Geld da, für medizinische Versorgung, für Pflege ist kein Geld da. Und dann sehe ich, dass über Nacht 100 Milliarden Euro für Panzer und Raketen da sind. Also es ist ja nicht ganz so, dass wir kein Geld haben, sondern die Frage ist, es ist eine politische Entscheidung. Es ist eine politische Entscheidung, ob wir etwas Geld haben. Geld allein wird das Problem nicht lösen, aber wir müssen das auf klare Füße stellen, auf Strukturen stellen. Und letzter Punkt ist, warum sind Pflegeheimkosten in Brandenburg so teuer? Letzter Punkt, Brandenburg gibt 1 Euro pro Pflegeheimplatz pro Jahr als Investitionszuschuss. 1 Euro. NRW sind es 600 Euro pro Platz pro Jahr. Da kann man schon mal sehen, warum wir, welche Kosten entstehen oder nicht entstehen. Das ist eben die Frage, wir brauchen eine Pflegevollversicherung, die dann auch alle einzahlen, genauso wie bei den Krankenkassen, genauso wie bei der Rentenversicherung. Sozialstaat kann nur funktionieren, wenn ihn alle mittragen und nicht Politikerinnen und Politiker oder Beamte da rausgenommen werden. So funktioniert halt ein Sozialstaat nicht und das sehen wir hier leider jeden Tag. Gibt es noch eine Frage? Ach so, Sie möchten auch noch darauf antworten? Dann Herrn Weller und dann... Ja? Mich steigt noch gleich ein, was der Herr Walter mit den 18 Landarztstipendien eigentlich macht. Wir vom BVB Freie Wähler wurden oder werden öfter von Bürgern angeschrieben, warum geht der alte Arzt raus und kommt der junge nach? Oder die Klinik in Brandenburg-Havel, die Frühschichtstation, schreibt uns an, wir würden gerne aus dem Brandenburg-Paket die Investitionsmittel verstetigt haben im Landeshaus. Also fahren wir hin, als Bürgerpolitiker, wie wir sind, sprechen mit der Chefarzt und Chefärztin der Station und der Klinikchefin. Und die wünschen sich, um den Erhalt der Krankenhäuser in Brandenburg zu ermöglichen, die Investitionsmittel der Kliniken aus dem Haushalt des Landes zu bekommen. Wir fragen also den Chef der Brandenburger Kliniken, ist das möglich, im Land gesetzlich umzusetzen? Was ist überhaupt möglich, Gesundheit im Land mit mehr Ärzten als Landespolitik umzusetzen? Dann bleibt der Ansatz, mehr Ärzte geht nur über Landarztstipendien und die Investitionsmittel zu verstetigen. Und deswegen haben wir eine Volksinitiative gestartet, die wir mit ihm zusammen auch erfolgreich durchgeführt haben mit mehr als 22.000 Unterschriften. Und er sagt uns auf einmal, der Landtag mit der anderen Fraktion und der Landeswahlleiter, naja, ihr habt 4 Fragen abgefragt, wir sind uns aber nicht sicher, ob die alle zugestimmt haben, die Bürger zu allen 4 Punkten, ist nicht zulässig, die Volksinitiative. Das heißt, wir haben geschaut, wo liegt das Problem, wir haben geschaut, was können wir umsetzen kurzfristig, um die medizinische Versorgung im Land zu verbessern. Und dann, wo alles schon vorher besprochen worden ist, kommen Sie und sagen, oh, die Volksinitiative, die gültigen Unterschriften sind für die Katz, die setzen es nicht um. Also müssen wir klagen, dass die Volksinitiative zugelassen wird. Dass wir halt dieser kleine Ansatz, mehr Landarztstipendien von 18 auf 36 oder 50 hochgesetzt werden, damit ältere Ärzte Nachfolger finden, den wir denn hier einsetzen können, als Hautarzt, Frauenarzt, Kinderarzt, dass das endlich wieder umgesetzt wird. Das ist so eine kleine Sache und ist völlig unverständlich, warum die Landespolitik
so viele Hürden aufbauen. Da braucht es wirklich Kraft von unten, von Ihnen zusammen, damit wir die kleinen Schritte, die wir dort im Land umsetzen können, in dieser Richtung durchziehen können. Und da kann ich Herrn Walter verstehen. Er hat ja unseren Antrag divers im Landtag instrumentell unterstützt, weil auch die Volksinitiative, vorhin erwähnt mit Gesundheit ist keine Ware. Aber es braucht viel mehr. Und da reicht es nicht immer auf den Bund zu zeigen, sondern wir müssen dann Brandenburg vorankommen mit den Sachen, die wir umsetzen können. Und da hoffe ich, dass wir in Zukunft zumindest die Landratsstipendien und die Investitionsmittel Krankenhäuser umsetzen können im Haushalt, damit die Krankenhäuser erhalten werden können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Müller und Frau Schubert. Hallo? Also, wir denken darüber nach, über das Thema Gesundheit. Ja? Was ist denn Gesundheit? Wir wollen alle gesund sein, wir brauchen eine Mediziner, wir brauchen einen Arzt in der Nähe sozusagen. Das ist auch völlig richtig und jede Bestrebung, das vor Ort zu fördern, sollte auch nachgegangen werden. Aber was wir bei Corona erlebt haben, ist beispielsweise, dass das Land sich nicht vor die Bürger gestellt hat. Wir haben im Pflegebereich bei dem Personal eine Impfpflicht durchgedrückt, was viele verscheucht hat in dem sowieso fachkräftearmen, ich sag mal, Bereich. Wir wollen mehr Fachkräfte, was machen sie? Verjagen sozusagen die letzten 10%, die sich nicht impfen lassen wollten, auch noch. Wir haben bei dem Thema Gesundheit wir verlieren unsere Handhabe sozusagen, weil die Gesundheit durch WHO und so weiter und so fort ganz woanders angesiedelt ist, aber das ist eines der persönlichsten Dinge überhaupt. Und was passiert denn? Denken Sie, Pharma hat Interesse an gesunden Menschen? Dann können Sie doch Ihre Produkte gar nicht mehr loswerden. Also wir müssen versuchen zu verstehen, was steckt denn dahinter. Ja? Und wir können einige Sachen ändern und die Landesebene sollte sich davor stellen und schützend auch vor die Menschen den Plänen der WHO zum Beispiel entgegenstellen. Das ist die eine Sache, das ist die ganz weit oben sozusagen, wo wir kaum rankommen, ja, und wo Landespolitik agieren muss. Thema Wertschätzung hatten wir gehabt. Ja. Das ist ein gesellschaftlich generelles Problem. Nicht nur die Pflegekräfte werden nicht wertgeschätzt, sondern eigentlich betrifft es fast jeden Beruf, auf den Beruf des Politikers sozusagen. Arbeit, also je nach, man möchte Dinge bewirken und auch verändern. Und es wird, okay. Und es wird sozusagen, also die Wertschätzung, die müssen wir aufbringen. Jeder Einzelne von uns muss anfangen, wieder die berufliche Tätigkeit an einen neuen Wert zu schätzen. Dann können wir es auch gesellschaftlich erreichen. Es gibt auch in der Pflege, ähnlich wie beim Medizinstudium, gibt es eine Zugangsvoraussetzung, bestimmten Schulabschluss. Auch da könnte man rangehen, sozusagen keinen zwingenden Schulabschluss zu haben, sondern eben die Fähigkeiten der Menschen, die persönlichen sozialen Fähigkeiten, die aber auch abnehmen. Wir haben das Problem, dass durch die Ernährung, durch Umweltgifte, Manipulation, Luft sozusagen, Manipulation des Essens, Gentechnik und so weiter, die Körper mehr und mehr krank werden von uns Menschen. Wir haben das Problem, dass diese Giftstoffe die Blut-Hirn-Schranke passieren und unsere Gehirne sozusagen nicht mehr so leistungsfähig sind. Wir sehen es auch an der jungen Generation. Wir haben wir leben in Zeiten, wo die Todsünden wieder Überhand nehmen, die Leute werden fauler, die möchten auch nicht mehr so viel. Also das heißt, ich möchte das nicht über alle ausschütten, aber man möchte noch mit wenig Leistung sehr viel haben, sozusagen. Und damit guten Beispiel voranzugehen, dass auch die jungen Leute wieder was leisten wollen, das ist eines der größten Probleme auch, sozusagen, dass die, ich sehe das ja in meinem Arbeitsbereich, ja, die kommen an, die haben Vorstellungen, die wollen nichts machen, aber die wollen gleich 5.000 Euro im Monat, sozusagen, nur auf die. Und das sind Vorstellungen, die funktionieren alle nicht. Also wir müssen auch wieder den Willen haben, zu helfen und zu leisten. Und da müssen wir als ältere Generation auch vorangehen. Dann sind es kleinere Lösungen, die man schaffen kann, zum Beispiel nicht alle, nicht gleich ab dem ersten Tag sozusagen einen Krankenschein vorzeigen zu müssen. Das heißt, ich muss zum Arzt sein, obwohl ich bloß einen Schnupfen habe, der nach 3 Tagen vorbeigeht. Fühle mich jetzt aber schlecht. Auch das sind bürokratische oder Sachen, die man in der Entbürokratisierung sozusagen ansetzen kann. Genau. Ich glaube, das waren so die Sachen, die ich noch erzählen wollte. Okay, vielen Dank. Genau, wir hatten jetzt Dankeschön.
Genau, es ging um den Pflegenotstand, vor allen Dingen auch im ländlichen Raum. Das wurde jetzt hier mehrfach sehr lange beantwortet. Und jetzt kommt noch eine weitere Frage. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Frank Iffert, bin aus Britz. Ich habe mal eine Frage, die jetzt nicht kommunalpolitisch oder landespolitisch, sondern viele Bürger der ganzen Bundesrepublik interessieren würde. Es geht um Frieden und um Demokratie. Jetzt meine Frage an den Abgeordneten der Alternative für Deutschland. Im Programm habe ich gelesen, dass die AfD für eine Demokratie nach Schweizer Vorbild eintreten wird oder würde. Die Bürger wissen wahrscheinlich gar nicht, was damit gemeint ist. Könntest du das irgendwie mal erläutern, was unter direkter Demokratie gemeint ist? Ja, gerne. Also direkte Demokratie ist direkte Bürgerbeteiligung. In der Schweiz entscheiden die Bürger über bestimmte politische Entscheidungen selbst. Das ist auch so ein Thema vorhin mit der EU und Bundestag und auch Landtag. Letztendlich darf man als Bürger in Deutschland wählen und das ist auch alles. 5 Jahre muss man dann warten, was passiert, was die Abgeordneten dann wirklich umsetzen. Und ich denke mal, da sollten wir auf jeden Fall hinkommen, dass wir eine direkte Demokratie einführen. Und ja, und nochmal ein Herrn hier vorne, ich werde mich, das verspreche ich, auch für die Zeitumstellung einsetzen, wenn ich in den Landtag komme. Davon können Sie ausgehen, bei mir stört es auch. Ja, ansonsten schließe ich mich aber auch den anderen Rednern an. Im Grunde Pakt für Pflege, das unterstützen wir als AfD auch im Landtag aktuell. Da gehen wir voll mit, weil darum geht's. Es ist aber auch schon lange ein Thema, also da kann sich kein Politiker irgendwie rausreden und sagen, ja, fällt mir gerade jetzt erst auf. Sondern dieser Pflegenotstand, der ist schon eine ganze Weile. Und da muss man ran und man muss eben halt auch den Pflegeberuf unterstützen, auch in Form von finanzieller Leistung, weil das wissen wir alle, wird man gut bezahlt, bleibt man auch. Also das ist ja so simpel, wie es klingt, so ist es auch. Okay, danke schön. Wir waren schon bei der nächsten Frage. Ja. Pflegefrage war schon beantwortet. Ja, okay, ich wollte es nur gesagt haben. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, ich habe eine Frage gern auch an alle wieder. Meine Tochter ist jetzt mit der 10. Klasse fertig gewesen, hat auch eine Ausbildungsstelle bekommen. In der eigenen Gemeinde. Wir haben uns sehr gefreut. 2 mussten wir tatsächlich absagen, weil es keine Möglichkeit gab, dort mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hinzukommen. Und jetzt sind in diesem Ausbildungsbetrieb 3 junge Leute, alle unter 18, sprich die dürfen noch nicht alleine mit dem Auto hinfahren. Von uns zu Hause ist es ungefähr 10 Minuten weg. Ein anderer Lehrling wohnt in Fünerfurt, also auch nicht weiter weg. Aber er kommt auch nicht ran. Und das sind ja alles Sachen, die dann uns Eltern vor Probleme stellen, die kaum lösbar sind. Wenn wir selber arbeiten gehen, müssen wir organisieren. Wenn wir nicht arbeiten gehen, haben wir noch ganz andere Probleme im Rucksack und können uns vielleicht gar nicht leisten, die Kinder immer hinzufahren. Und wir haben hier Lehrer aus unserer Schule. Wir haben den Kita-Leiter hier. Also wir haben viele, viele Kinder im Ort, dass das Problem nicht jetzt sich erledigt, weil weniger Kinder kommen, sondern es wird in den nächsten Jahren steigen. Welche Sachen wollen Sie umsetzen, um an der Stelle das Problem zu entschärfen, dass zumindest auch innerhalb der Gemeinde die Kinder, die Jugendlichen, die älteren Leute von A nach B kommen, von der Fahrt zu Fahrradsterminen nach Eberswalde oder Bernau oder so möchte ich gar nicht reden, weil das ist für viele gar nicht mehr umsetzbar. Danke. Ja, Herr Kuffert, bitte. Ja, natürlich, es klingt profan, aber so ist es, den Personennahverkehr ausbauen. Es liegen 250 Millionen Fördermittel im Landtag auf Halde, die extra dafür bestimmt sind. Die werden einfach nicht verwendet. Also man könnte im Grunde genommen in der Fläche schon was tun, wenn man zum Beispiel diese 250 Millionen rund in die Hand nimmt. Aber sie liegen eben halt auf den Konten. Also da fängt es schon mal an und man muss natürlich auch einen Prüfstand stellen, wie ist denn, also das ist natürlich dann eine logistische Frage, wie ist die wirklich die tatsächliche Bewegung von Kindern, Schülern und so weiter, dass man da irgendwo Lösungen findet. Also es gibt ja auch Schulbusse, das könnte man auch andenken. Also ich sag mal so, Ideen sind da, sie müssen nur umgesetzt werden und wie gesagt, ich kann nicht nachvollziehen, dass da eben für einen Personennahverkehr eben 250 Millionen Euro auf der Kante im Landtag. Danke.
Dankeschön. Mask oder bekommen wir noch eine Antwort dazu? Ja, ich noch mehr. Möchten Sie noch darauf antworten? Ja. Herr Kurmes, ja? Herr Fischer. Herr Kurt ist unser Landrat, aber die Verwechslung finde ich auch gut. Genau, ganz vielen Dank für die Frage. Also ich glaube, so wie wir hier alle sitzen, sind wir uns einig, dass Mobilität im ländlichen Raum, dass da mehr passieren muss und dass es da einen Ausbau braucht. Und viel Wahl dran steht auch der schöne Satz, irgendwie ein muss. Jeden Tag, okay. An jedem Tag, quasi in jeder Stunde mindestens ein Bus, ist in der Pauschalheit wahrscheinlich wirklich nicht so leicht umzusetzen, aber als Zielrichtung eine gute quasi Idee. Ich bin da auch vom Prinzip sehr deutlich, dass ich sage, für mich gehört da auch eine öffentliche Mobilität zur Daseinsvorsorge. Und das muss es uns insofern auch wert sein, im ländlichen Raum, dass auch mal ein Bus nur mit ein oder zwei Personen oder im schlimmsten Fall auch mal leer fährt, einfach um grundsätzliche Mobilität zu gewährleisten. Insofern muss sich da die nächste Landesregierung noch mehr auch für Mobilität tun. Ist natürlich immer sehr einfach gesagt, das haben wir vor 5 Jahren auch schon gesagt. Die konkreten Schritte sind dahin immer relativ schwer und auch da, weil wir die Frage Pflege, Arbeits- und Fachkräftemangel haben, das erwischt uns jetzt übrigens auch in dem Bereich meistens oder oft scheitert es mittlerweile gar nicht mehr, dass vielleicht gar nicht der Bus da ist, sondern dass die Busfahrerin oder der Busfahrer nicht da ist. Insofern ist das wirklich die Aufgabe der nächsten Jahre in all diesen Berufsgruppen. Und das kann man dann gar nicht so einfach sagen, was ist jetzt kritisch und was ist nicht kritisch, sondern wir müssen insgesamt mehr tun, damit wir da die notwendigen Arbeitskräfte in all diesen wichtigen Bereichen kriegen und damit dann auch beispielsweise der Bus hier in Groß-Schönebeck öfter fahren kann und es jemand gibt, der den fährt. Ja, danke. Möchte ich nochmal darauf antworten? Okay. Also alle Parteien, ich kann es auch, ich höre das jetzt ganz oft, so wie ich es formuliere, wir müssen ÖPNV ausbauen, wir müssen den Schienenpersonennahverkehr ausbauen und so weiter. Dann, Herr Kuffert, das sind keine Fördermittel, das sind Regionalisierungsmittel, aber ist egal, das ist nur ein Detail, über was wir reden müssen und dass das nicht ausgegeben wird, hängt auch nicht damit zusammen, dass das niemand will, sondern es hängt damit zusammen, dass Verkehrsplanung einfach ewig brauchen. Und wir haben im Moment gerade so viel Zug- und Buskilometer in Brandenburg wie noch nie seit der Wende. Also seit 1990. 5 Millionen Kilometer mehr, wenn man das so rechnet. Also es fahren mehr Züge, mehr Busse, so viel wie noch nie. Das Problem ist aber trotzdem, dass wir immer beim öffentlichen Personalverkehr immer so nach so einer Kosten-Nutzen-Analyse immer erstmal gehen. Vielleicht kennen das einige, die Strecke der Achimsthal-Templin. So, da wurde halt gemessen, mitten in der Corona-Zeit, wie viel fahren damit. Und dann hat man festgestellt, ja blöd, da fährt ja kaum jemand mit und deswegen können wir die Strecke einstellen. So, die Regierungsparteien hier vor Ort waren alle dagegen, als wir im Landtag abstimmen sollten, weiß ich nicht, haben sie es vergessen, dass sie dagegen waren. Kann man alles so machen, aber wir müssen bei der Kosten-Nutzen-Analyse, davon müssen wir wegkommen, von dieser starren Betrachtung, weil Sie wissen, dass gerade im ländlichen Raum, und das weiß auch jeder, ehe ein Bus oder ein Zug angenommen wird tatsächlich in so einem Ort, braucht es bis zu 1 Jahr, 2 Jahre, bis tatsächlich der auch wirklich angenommen wird von verschiedenen Leuten. Und dann müssen wir einfach bestimmte Regelungen einführen, so wie Herr Fischer es auch gesagt hat. Wenn wir uns einig sind, es gibt wir sagen, das ist öffentliche Daseinsvorsorge, dann muss es uns auch etwas kosten. Und dann müssen wir auch klar sagen, wenn uns das wichtig ist, dann müssen wir das auch finanzieren. Und dann muss man auch gucken, kann man gemeinsam mit den Unternehmen zum Beispiel da Wege finden, also auch die, sich das so anzuschauen, gibt es da Möglichkeiten. Und gleichzeitig, jeder, der irgendwie 17-, 18-jährige Kinder hat, der weiß, wie teuer gerade Führerscheine sind. Ich habe meinen noch für 1.000 Euro oder 1.200 Euro gemacht damals. Das war schon klar. Und jetzt mittlerweile 4.000, 4.500 Euro für einen Führerschein. Auch da müssen wir was machen, auch da müssen wir Wege finden, weil Mobilität ist auch mit dem Auto noch zu gewährleisten, gerade im ländlichen Raum, wenn wir gar nicht so rumlesen, so Busse können wir gar nicht schicken. Und letzter Punkt ist, weil Herr Kuffert jetzt das hier so nett gemacht hat, ich will es zumindest einmal gesagt haben, auch beim Thema Pflege. Die AfD hat im Landtag immer gegen den Pakt für Pflege gestimmt und wenn man der AfD-Politik folgen würde, will ich zumindest darauf hinweisen, dass die Hälfte der Busfahrerinnen und Busfahrer nicht mehr in Brandenburg wären, insbesondere bei der Bahn- und Busgesellschaft, weil das sind alles zugewanderte Menschen aus Polen, aus Syrien und sonst wo. Und genauso auch im Pflegebereich. Die gesamte Pflege würde zusammenbrechen,
wenn wir Herrn Kofert und seiner Partei folgen würden und alle Zugewanderten abschieben würden. Und das will ich zumindest an der einen Stelle noch mal sehr, sehr deutlich sagen, weil ich finde, das gehört auch zur Wahrheit dazu. Vielen Dank. Ganz kurz nochmal. Also wieder mal das hört, öffentlicher Personennahverkehr. Wer daran glaubt, soll daran glauben. Es wird niemals passieren, dass von A nach B, C und D ein Bus fährt oder sonst was. Es werden Verkehrswege ausgebaut werden, aber die Frage ist nicht beantwortet, die die Dame gestellt hat, weil es sind drei Lehrlinge, die wohnen an drei verschiedenen Orten und müssen zu einem Ausbildungsbetrieb. Das geht nur, wenn man die kompetenten Stellen dafür mit ins Boot holt. Das ist die IHK, das ist die Handwerkskammer, das sind die Innungen. Das sind nämlich die, die für Ausbildung sozusagen auch organisatorische Verantwortung tragen. Mit denen muss man reden. Und dann, früher gab es Lehrlingswohnheime natürlich, aber das waren noch große Lehrbetriebe und nicht kleinere Betriebe, die heute ausbilden. Das funktioniert also auch nicht an jedem Ort, an jeder Stelle. Zur Arbeit muss jeder sehen, wie er kommt. Natürlich nicht ein Minderjähriger. Nicht, wie soll der hinkommen? Der kann nicht. Der ist objektiv dran gehindert. Ein Moped muss er nun auch nicht unbedingt haben. Und vielleicht ist die Strecke auch zu weit, um im Winter nicht zu fahren. Ansonsten, jeder Erwachsene muss zusehen, wie er zur Arbeit kommt. Der muss sein Leben entsprechend anpassen und umstellen. Deswegen haben wir Abwanderung. Deswegen ziehen die Leute vom Dorf weg in die Städte, weil sie dort die Arbeit gefunden haben. Aber wir müssen die ins Boot holen, die dafür etwas tun können. Und dann geht es darum, das geht auf Landesebene, schwierig, auf Bundesebene, das geht nur über finanzielle Erleichterungen, über steuerliche Erleichterungen, dass man einen Ausbildungsbetrieb die Möglichkeit gibt, stellt er einem Lehrling ein Zimmer zur Verfügung, dass er dafür möglicherweise einen Ausgleich bekommt, einen gewissen Ausgleich, wie gesagt, über steuerliche Mittel, über solche Wege müssen wir nachdenken, da müssen wir andere mit ins Boot holen. Da ist der einzelne Landtagsabgeordnete später sicherlich auch überfordert, aber da müssen die Parteien mit rein natürlich und müssen schauen, was sie dort bewegen können. Und nur so kann ich ein Zimmer, wenn ich ein Zimmer zur Verfügung stelle, dann kann ich möglicherweise auch da wohnen. Aber dass es drei Busse geben wird, die in drei verschiedene Orte von einem kleinen Dorf ausfahren, den möchte ich sehen, der das hier verspricht und hält. Das wird nicht funktionieren. Herr Masko, Sie wollten dazu noch kurz was sagen? Ja, ich würde kurz dazu noch was sagen wollen. Also zum einen natürlich klar, jeder muss irgendwie sehen, wie er zur Arbeit und Lehre kommt. Und sicherlich sind Moped, Fahrrad etc. pp. Auch Möglichkeiten. Das ist vielleicht nicht immer ganz angenehm, aber das Leben ist halt nicht immer angenehm. Und da sind auch mal ein paar Belastungen gefordert. Aber in so einem konkreten Fall, wir hatten ja gerade das Thema Arbeitskräftemangel, wäre für mich in dem Fall der Ausbildungsbetrieb, der Arbeitgeber eigentlich der erste Ansprechpartner. Weil wenn also ich aus meiner Branche gehe, und das wird in vielen Branchen nicht anders sein, wenn ich jemand habe, der bei mir eine Ausbildung macht, was ja toll ist, und er kommt da schlecht hin, dann bin ich derjenige, der den Weg findet, wie er zu mir kommt. Also da sage ich mal wirklich direkt, in dem Fall, jetzt, ich weiß nicht, ob das der gleiche Ausbildungsbetrieb ist, ob es verschiedene sind, aber in so einem individuellen Fall, wenn ich einen guten Auszubildenden habe oder eine gute Auszubildende, aber hallo, da werde ich mich bemühen, dass die auch zu mir kommen kann jeden Tag, weil da baue ich ja meine Zukunft mit auf. Also da ist vielleicht auch manchmal ein bisschen die Scheu zu sagen, naja, man muss dort aus meiner Sicht als Auszubildender, aber auch als Arbeitnehmer, Arbeitgeber entsprechend auftreten und sagen, wo sind die Probleme, löst die mit mir. Dankeschön. Weitere Worte. Herr Weller möchte auch noch gerne antworten. Entschuldigung. Also ich mache es mal greifbar, wer den ÖPNV eigentlich bezahlt. In der Regel hat das Land bis vor kurzem pro Jahr 86 Millionen Euro dafür bereitgestellt, mit dem ÖPNV-Gesetz, um die Landkreise in die Lage zu versetzen, den Pflichtaufgaben Schulbuswege, also Schülerverkehr, zu betreiben und halt davon auch freiwillige Aufgaben, also den restlichen ÖPNV, zu betreiben. Vor ca. anderthalb Jahren wurde die Summe das erste Mal seit vielen Jahren, seit 20 Jahren knapp, angehoben auf 95 Millionen. Plus eine Dynamisierung, die schon lange gefordert worden ist, von 1,3%. Das deckt nicht ganz die Inflation, ist aber ein kleiner Fortschritt. Diese Gelder werden dann an die Landkreise und bei uns an die BBG durchgereicht und die Gemeinden melden den Bus an. Der Bus 905 von hier über Klinikum nach Krankenhaus in Eberswalde würde 250.000 Euro kosten. Und das der Gemeinde, weil der Landkreis vermutlich kein Geld zugeben könnte, weil er andere Aufgaben noch bewerkstelligen muss, also die anderen Angebote, vor allen Dingen genau in dem Bereich der ausgebrochenen Flugverkehr. Wenn wir also das Mobilitätsgesetz, was beschlossen worden ist in Land Brandenburg, was auf eine Volksinitiative zurückgeht, umsetzen und ernst nehmen wollen, das als Daseinsvorsorge betrachten, dann ist nicht die Frage, ob es uns was kosten soll,
sondern es muss uns was kosten, sonst kriegen wir keine Verkehrs- und keine Energiewende hin. Also das heißt, wir müssen im Land mehr Geld in die Hand nehmen für den ÖPNV und von mir aus auch 10 Millionen in der Dynamisierung bis 2040, um nicht nur das Angebot halten zu können, weil wir ja die Fahrzeuge auf Wasserstoff und Co. umstellen wollen, was deutlich mehr kosten wird in der Investition, sondern wir wollen ja auch, wenn wir sozusagen als Schofeider es, wo Schönebecker es wollen, hier einen Bus haben wollen, einen Taktverkehr. Und der wird angenommen, weil die Menschen ihr Leben, wenn sie dem Bus vertrauen, umstellen werden. Sie werden ihre Fahrgemeinschaften nach einem Jahr nicht aufgeben, nicht nach zwei Jahren. Aber wenn sie sehen, dass der Bus auch nach drei oder vier Jahren fährt, dann werden sie anfangen, ihr Leben umzustellen und dann wird der Bus auch angenommen. Und der Kostenunterschied zwischen einem Rufbus und einem Taktbus besteht darin, haben sie ein Fahrgast oder haben sie null. Es spielt keine Rolle, was das für ein Bus ist. Nur die Personalkosten und die Anzahl der Fahrgäste, 1 oder 0, das ist der Unterschied. Fragen Sie die BBG Herrn Guck, der würde Ihnen das bestätigen. Es ist also eine Aufgabe der Politik, Prioritäten zu setzen. Und das heißt nicht, oh, das kostet uns aber alles viel. Nein, die Fahrgemeinschaft von Eberswalde nachts um 23 Uhr, um die Auszubildenden abzuholen, ist doch viel besser, wenn sie aus Groß-Schönebeck Richtung Groß-Döllen abgeholt wird oder Schlucht. Dann ist der Weg viel kürzer und das kann man machen. Vielleicht auch mit dem Fahrrad. Aber bis dahin muss der Bus fahren. Und das müssen wir im Land umsetzen. Vielen Dank. Dankeschön. Wir hätten jetzt die Gelegenheit für eine letzte Frage. Eine letzte kurze Frage. Ja, vielleicht eher eine kleine Bitte. Also es wurde ganz viel über Segel gesprochen, über Migration, über andere Themen, die ganz wichtig sind. Ich finde, ich bin Kita-Leiter hier im Dorf. Und die Landesregierung hat in den letzten Jahren, egal welche Parteien auch mit beteiligt waren, ganz viel für Kitas gemacht. Die Betreuungsquoten wurden gesenkt. Ein Bundesprogramm wurde ein Landesprogramm übernommen. Einfach nur eine Bitte an alle Abgeordneten, die da mitziehen, das Thema Kita nicht aus den Augen zu verlassen, weiterzuführen. Wir haben gerade ein Landesprogramm, Kids-Kita-Landesprogramm, Sprache, die fortgeführt werden. Also viele, die aus dem privaten Sektor kommen, wissen, wie es ist, wenn man eine Förderung im Jahr kriegt. Meine Kollegen sitzen da, was machen wir denn nächstes Jahr? Muss ich mich umorientieren? Kriegen wir das irgendwie hin? Ja, irgendwie kriegen wir das schon hin. Man hofft und bangt immer, wie so eine Landesprogramme fortgeführt werden. Gerade in Groß-Schönebeck hier vor Ort ist ein Landesprogramm Kiez-Kita, Sprach-Kita. Das sind mehrere zigtausend Euro, die hier zusätzlich reinfließen. In Fienefurt gibt es zwei Einrichtungen, die zusätzlich bezuschusst werden. Und da einfach die Bitte, das fortzuführen und auch den Kita-Bereich nicht weiter außer Acht zu lassen, sondern weiterhin so, fortzuführen. Da ist tatsächlich eine Qualitätsverbesserung in den letzten Jahren überall, ob es die Elternbeitragsbemessungen sind, die runtergegangen sind. Und wenn ich immer sage, ihr Eltern, heute muss, wer ein mittleres Einkommen hat, muss keiner mehr Kita-Beiträge zahlen. Manchmal liegt es so daran, dass es schwer ist, die Leute reinzubekommen, alle Unterlagen einzureichen. Und da halt die Bitte, das Thema mitzunehmen und weiter so fortzuführen. Bildung war ja hier auch teilweise schon Thema und Bildung ist ja auch Frühbildung und da gehört ganz klar der Kindergarten mit dazu. Möchte darauf noch jemand etwas ergänzen? Okay, gut. Vielen Dank. Dann danke, dass Sie heute da gewesen sind. Vielen Dank an die Kandidaten, dass Sie so lange durchgehalten haben und so geduldig geantwortet haben. Vielen Dank auch an die Ruhe, an die Beteiligung und ja, trinken Sie noch Ihren Kaffee aus, trinken Sie noch Ihre Weinschorle aus oder was auch immer und dann haben Sie einen wunderschönen Sonntag. Das wird auch heute mal fließen.